Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 169 vom 14.12.2019 aus Leipzig. Herzlich willkommen, Leipzig. Ganz herzlichen Dank für diesen Empfang. Wunderschön. Wir sind unüberhörbar, sind wir zu Gast live in Leipzig und wir senden heute aus dem Westbad, einem alten Schwimmbad. Deswegen hallt es auch so schön, dass umgebaut worden ist zu einem in der Tat wunderschönen Saal. Vielen, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen an das Team vom Westbad. Genau, wie ihr das kennt, gibt es vorweg kurze Hausmitteilungen. Wir machen das diesmal ganz knackig, weil wir schon eine kleine Pre-Show hatten und davon ein bisschen was erzählen konnten, bevor es richtig losgeht. Aber das Wesentliche kommt natürlich jetzt. Wir haben neben dieser Lage noch drei andere Lagen live in petto, in Planung. Eine ist ausverkauft in Köln, aber es gibt noch Tickets für zwei andere. Die eine in Hannover am 9. Januar und die andere in Freiburg am 12. Januar 2020. Tickets gibt es wie gewohnt unter lage.live. Genau, Hannover 9.1., Freiburg 12.1., lage.live. Das sind die wesentlichen Fakten und wir müssen noch Danke sagen. Ich muss noch Danke sagen. Ich muss ein Danke sagen an Boris. Den Nachnamen lasse ich jetzt mal weg, aber ich hatte gefragt, ob es denn noch ein Ticket gibt für den Chaos Communication Kongress, der zwischen den Jahren hier stattfindet, weil ich habe meine Karte gekauft, aber ich wollte mit meinem Söhnchen dahin und es hatte keine Karte mehr gegeben. Ich habe gefragt, gibt es denn jemanden? Und er sagt so, hier, bla, habe ich noch, kannst du geschenkt haben. Und wow. Das war natürlich toll, Lagehörer an dieser Stelle. Vielen Dank an Boris. Genau, also wir kommen in zwei Wochen schon wieder nach Leipzig. Nicht mal zwei Wochen. 14.12. sind wir auf dem Kongress. Genau, ab dem 27.12. so sind wir auf dem Kongress vom Chaos Computer Club. Genau, mal schauen, ob es da eine Lage geben wird. Wir versprechen nichts, aber vielleicht haben wir ja spontan Lust. Okay, und damit springen wir hinein in unser Pets. Das ist nämlich wieder randvoll und wir starten in dieser Woche mit dem Thema der Woche und das ist die Wahl im Vereinigten Königreich. Denn dort, Philipp, hat es einen sogenannten Erdrutschsieg gegeben. Kann man sagen, wir haben uns da ja immer ein bisschen drum gedrückt, weil dieses Thema ehrlich gesagt ein bisschen langweilig wurde und sich das immer wiederholt. Chaos, Chaos, Chaos. Aber nun gibt es tatsächlich neue Entwicklungen. Ja, war richtig. Genau, und gibt erstmal kein Chaos mehr, aber demnächst dann doch wieder. Bevor das so ist, machen wir dann doch ein paar News. Also wir haben diese Wahl gehabt, auf die alle gewartet haben. Boris Johnson hat sich zur Wahl gestellt und letztlich war das eine Wahl Brexit jetzt sofort oder lieber vielleicht doch nicht ein bisschen später mit Umfrage und dann vielleicht mal sehen. Und die Briten haben sich dafür entschieden, dass sie den Brexit jetzt möglichst schnell haben wollen. Und die Tories haben gewonnen. Sie haben von 650 Sitzen, die es im Parlament in Westminster gibt, 365 gewonnen. Das ist ein, weiß nicht, seit Margaret Thatcher, glaube ich, haben seit 1987 haben sie nicht mehr so eine Fette haben sie nicht mehr so genau. Viel eingesackt. Die Labour-Partei hat 59 Sitze verloren. So viel, so schlecht wie irgendwie aus den 30er Jahren, glaube ich, war das letzte, was so schlecht war. Also das ist dann doch, glaube ich, etwas, was man als Erdrutschsieg bezeichnen kann. Wobei wir dazu kommen, wie ein solcher Erdrutschsieg auch durch das Wahlsystem begünstigt wird, aber das haben wir später gleich noch auf dem Programm. Auch wichtig zu wissen, Labour, quasi die andere große Partei im Vereinigten Königreich, entfernt vielleicht vergleichbar der SPD in Deutschland, musste mit minus 59 Parlamentssitzen eine richtige Klatsche einstecken. Die Brexit-Partei von Nigel Farage hat genau 0 Mandate errungen und interessanterweise all das vor dem Hintergrund, dass nach einer Umfrage es weiterhin keine Mehrheit für den Brexit gibt im Vereinigten Königreich. Trotzdem hat Boris Johnson eben diese Mehrheit errungen. Und das im Wesentlichen mit einer einzigen deutlichen Botschaft, nämlich get Brexit done. Ja, kriegt jetzt endlich mal den Brexit über die Bühne. Und ich weiß nicht, Philipp, das wirkt schon so ein bisschen irrational. Das wirkt total irrational, aber ich glaube, die Leute hatten einfach die Schnauze voll und die Message von Boris Johnson war dann doch ein bisschen eindeutiger als das, was Labour so vorgetragen hat. Bei Boris Johnson war es halt get Brexit done, dass es nicht so einfach ist, wie er verspricht. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, Labour, wir haben das hier schlicht mit dem Stichwort, hier steht Labour, Idioten drin. Die haben das, glaube ich, einfach so richtig vermasselt. Also während Boris Johnson es geschafft hat, all jene, die irgendwie diesen Brexit jetzt über die Bühne bringen wollen, auf sich zu vereinen. Die Brexit-Partei hat quasi keine Stimmen bekommen. Es gab eigentlich niemand anders. Er hat aus den Tories eine Brexit-Partei gemacht. Er hat das geschafft, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber er hat es geschafft, diese Message auf diese eine Partei zu bringen und all die, die das wollen, konnten nur eigentlich ihn wählen. Während Labour sich hingestellt hat und gesagt hat, wie wäre es eigentlich, wenn wir die Studiengebühren abschaffen.
wie wäre es eigentlich, wenn wir unser Gesundheitssystem renovieren? Und Brexit, naja, da werden wir nochmal neu verhandeln und dann würden wir das nochmal zur Abstimmung geben, wie wir dazu selber stehen, das wissen wir eigentlich nicht so genau, wir wollen eigentlich eine neutrale Position haben. Und das hat dazu geführt, dass all die, die eigentlich bleiben wollen, mehr oder weniger 2,5 Parteien zur Auswahl hatten, die sie wählen konnten. Die Grünen, die Liberaldemokraten und dann die Labour-Partei. Und das ist bei diesem Wahlsystem, was die sich da ausgedacht haben, nicht jetzt gerade, aber was sie da eben haben, was wir als fucking Wahlsystem hier bei uns Wahlrecht bezeichnet haben, natürlich tödlich. Ja, genau. Also man muss sich das so vorstellen. Eine Option für diejenigen, die jetzt einfach möglichst schnell einen Brexit wollten, auch wenn sie vielleicht eigentlich Brexit gar nicht so toll finden, aber irgendwie wollten sie diesen Knoten einfach mal durchschlagen. Ja, für diese Leute gab es genau eine Option, nämlich Boris Johnson. Für die Leute, die hingegen dachten, vielleicht wollen wir das alles so ein bisschen differenzierter oder vielleicht auch gar keinen Brexit, die hatten die Wahl zwischen 3-4 Parteien. Und bei einem Mehrheitswahlrecht, wie das eben in Großbritannien ist, gewinnt ja jeweils derjenige einen Wahlkreis, der auch nur eine Stimme Mehrheit hat in diesem Wahlkreis. Und das ist der Witz bei Mehrheit. Es gibt die Wahlkreise, da gibt es Kandidaten und der Kandidat, die Kandidatin, die dort die meisten Stimmen bekommt, geht ins Parlament. Und das heißt, der eine hat 31, der zweite hat 30, 28, 29, 23. Dann sind bis auf den, der 31 hat, der geht ins Parlament oder die, der Rest der Stimmen ist verloren. Und so kommt es dazu, dass die Tories, Boris Johnson, 44% der abgegebenen Stimmen bekommen haben, ja, aber eben diese riesige Mehrheit von über 60% im Parlament haben, während die Liberaldemokraten 11% der abgegebenen Stimmen bekommen haben, aber nur 2% der Sitze im Parlament. Ja. Also das ist genau das Problem, wie dieses Wahlrecht eben tatsächlich, muss es so deutlich sagen, jedenfalls die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung nur schlecht abbildet. Ne? Weil einfach, wie Philipp das gesagt hat, eine relativ kleine Mehrheit reicht im Wahlkreis, um tatsächlich das Mandat zu erringen. Und ja, deswegen haben es natürlich auch zum Beispiel kleine Parteien sehr schwer, in Großbritannien überhaupt jemals relevant zu werden. Also beispielsweise gibt es, glaube ich, ein einziges Mandat für einen grünen Abgeordneten, ne? Obwohl die auch so irgendwas jedenfalls knapp unter 10% der Stimmen bekommen. Also sie haben jetzt den Brexit gewählt, eine Minderheit hat den Brexit gewählt, aber eine Mehrheit sitzt jetzt dafür im Parlament und wird das machen. Und es heißt Get Brexit Done. Und es stimmt, auf einer kurzfristigen Ebene ist das so. Am 31. Januar steht der Brexit jetzt an. Die werden vor Weihnachten, nach Weihnachten im Parlament über diesen ausgehandelten Deal abstimmen. Dann wird UK am 31. Januar 2020 zu 99,99% aus der EU ausscheiden. Und dann ändert sich erstmal gar nichts. Ja, genau. Also man muss natürlich jetzt ganz kurz nochmal nachzeichnen, wie jetzt quasi das technisch läuft. Ne? Diesen Deal gibt es ja im Kern schon seit den Zeiten von Theresa May. Der ist dann nochmal so ein bisschen nachverhandelt worden. Aber im Grundsatz gibt es diesen Deal. Der ist aber noch nicht formal beschlossen worden. Also was Philipp gerade gesagt hat, betrifft quasi die Zustimmung auf Seiten des Vereinigten Königreichs. Ne? Dort gilt die als sicher, weil Boris Johnson und die Tories jetzt eben diese komfortable Mehrheit im Unterhaus haben. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch noch die Europäische Union zustimmen. Der Rat, also quasi die Runde der Staats- und Regierungschefs, hat diesen Deal auf Seiten der Europäischen Union ausgehandelt. Der muss jetzt aber noch vom Parlament gebilligt werden und dann muss der final nochmal durch den Rat. Er muss aber nicht durch die nationalen Parlamente. Das war so eine Frage, die wir uns gestellt haben, ne, bei der Vorbereitung für diese Sendung. Es hätte ja auch sein können, dass wie zum Beispiel bei einer Änderung der europäischen Verträge jetzt alle 27 verbleibenden Mitgliedstaaten oder gar alle 28 mit dem UK nochmal darüber national irgendwie befinden aber müssen. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Also das Parlament in England, in London wird dem zustimmen, der Rat und das EU-Parlament wird dem Deal auch zustimmen. Dann scheidet das Vereinigte Königreich am 31. aus und dann beginnt eine Übergangsphase, in der sich nichts ändert. Genau. Weil das so drinsteht. Weil das muss man sagen, so drinsteht. Ja. Mhm. Und jetzt gibt es ein Jahr laut dieses Vertrags, in dem dann ein Handelsabkommen ausverhandelt werden soll, was mehr oder weniger alles betrifft, was eben bisher die Beziehung zwischen Großbritannien und EU ausgemacht hat, von gemeinsamer Polizeidatenbank über Zölle, über Lehreraustausch, keine Ahnung. Das Ding ist halt, eigentlich soll das ausgehandelt sein bis zum Ende 2020. Also die haben nicht mal ein Jahr dafür Zeit und alle sind sich einig, das wird nie und nimmer reichen, um diesen hyperkomplexen Handelsvertrag auch nur annähernd auszuhandeln. Ja, Philipp, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Option des Hard Brexit? Ist die jetzt endgültig vom Tisch? Nein, die besteht natürlich weiter, weil wenn sie jetzt ein Jahr verhandeln und zu keinem Ergebnis kommen im November, Dezember 2020, dann stehen wir genau wieder da, wo wir vor dieser Wahl standen. Nämlich
Die einen sagen, ja, wir haben doch einen Vertrag, dann geht er vielleicht nicht durchs Parlament, dann will die EU dem nicht zustimmen und dann wird man natürlich verlängern um ein Jahr, um ein halbes Jahr. Das heißt, ich glaube, in einem Jahr spätestens stehen wir relativ sicher wieder genau in dem Quark, aus dem wir uns jetzt geglaubt haben, rausbewegt zu haben. Aber das ist eben nicht so. Na, die spannende Frage ist jetzt, ich sehe es vielleicht ein ganz kleines bisschen optimistischer, also wenn dieses Jahr, das Jahr 2020, nicht genutzt wird, um tatsächlich einen Handelsvertrag zu schließen, dann würde nach Ablauf dieser Übergangsphase, die im Brexit-Deal vereinbart wurde, dann würde tatsächlich sowas wie ein harter Brexit nochmal eintreten. Das wäre dann zum Anfang 2021 der Fall. Aber es ist ja durchaus noch denkbar, dass 2020 ein Handelsvertrag zustande kommt. Ja, aber wenn dieser harte Brexit droht, der droht jetzt ja auch schon. Ja. Ja, und dann wird sich wieder die EU hinstellen und sagen, na, vielleicht können wir es ja doch noch vermeiden. Dann gibt es wieder ein kleines Angebot, was wieder zu einer kleinen Verlängerung führt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am 01.01.2021, dass die Großbritannien da aus der EU fällt, also dann de facto auch aus der EU fällt, nicht nur nominell, sondern auch mit allen Folgen. Das glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, das wird wieder so einen Verlängerungsmarathon geben, auch wenn nominell diese Frist für eine Verlängerung dieser Übergangsphase im Juni ist und Boris Johnson gesagt hat, wir werden nicht verlängern. Ich glaube, wir werden dazu eine Lage machen in einem Jahr. Wir werden da wieder stehen und sagen, schade. So. Ja. Interessant ist natürlich auch, wie die Verhandlungssituation ist. Der Brexit wurde ja im Vereinigten Königreich verkauft, ja, in dem Wahlkampf quasi vor dem Referendum 2016, unter anderem mit dem Argument, dass man dann für die Briten günstigere Handelsbedingungen raushandeln könne. Ne? Dass sie also jetzt sich quasi in den Weltmarkt stürzen und Verhandlungen führen mit allen möglichen Staaten der Welt und dann günstigere Handelsverträge abschließen könnten, als das heute eben quasi gemeinsam die EU kann. Bislang scheint das nicht zu stimmen. Ich habe da vor einiger Zeit einen ganz spannenden Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel war es, wo berichtet wurde, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist schon ein bisschen her, das war noch unter Theresa May, nicht unter Boris Johnson, aber da war die Situation häufig so, dass andere Staaten, zum Beispiel von Japan war da die Rede, gesagt haben, naja, also wir haben da jetzt diesen Deal mit der Europäischen Union, das ist aber auch ein Markt mit über 400 Millionen Menschen. Ihr im UK habt jetzt irgendwie 50 Millionen Menschen, da könnt ihr ja nicht ernsthaft erwarten, dass wir euch so komfortable Bedingungen bieten, wie wir sie mit der EU vereinbaren. Ja, vor allen Dingen könnte es sein, dass dieses UK zerbröselt. Dass die Schotten sagen, hey, wir haben hier überwiegend für Remain gestimmt in Schottland und wir hätten jetzt gerne ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands. Boris Johnson muss dem zustimmen, hat er gesagt, will er nicht. Aber diese Diskussion wird auch das ganze Jahr laufen, auch mit den Walisern und den Nordiren. Die werden alle irgendwie sagen, naja, vielleicht können wir ja doch aus dem UK ausscheiden und in der EU bleiben. Also diese Diskussion kommt auch noch. Das ist eigentlich jetzt, wenn man mal ein bisschen versucht, das zu gliedern, ne, ist das natürlich eine andere Diskussion. Also das, was wir eben hatten, waren die Handelsverträge. Was haben die da für eine Verhandlungsposition? Und das nächste ist jetzt, was haben diese ganzen Brexit-Ereignisse für Konsequenzen innenpolitisch? Was wird eigentlich aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland? Und da hat Philipp gerade schon auf ein Problem hingewiesen, nämlich Schottland. Ne? Schottland habe ich hingewiesen, aber das ist ja auch nur ein Ding, dass sozusagen dieses Vereinigte. Was ist denn da das Problem? Nein, das Problem ist, dass die Schotten natürlich, sind extrem EU-freundlich, würden gerne in der EU bleiben und sagen, wir haben hier, die Wahl ist zwar ein Mandat, aber ein Mandat Englands für den Brexit. Und Schottland hat aber überwiegend dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Genau, und das ist auch ein interessantes Ergebnis dieser Unterhauswahlen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Wir haben eben schon angedeutet, im Großen und Ganzen haben die Tories sehr viel gewonnen, aber mit Ausnahme von Schottland. Dort nämlich hat die SNP, die schottische Nationalistenpartei, sogar den Tories Wahlbezirke abjagen können, sogar eine ganze Reihe. Ich meine mich zu erinnern, 7 waren es. Mit anderen Worten, die schottische Unabhängigkeitsbewegung hat in diesen Wahlen ebenfalls einen großen Sieg errungen und damit fühlt sich natürlich Nicola Sturgeon, das ist so die Chefin dieser Nationalistenpartei, jetzt ermuntert, umso härter zu verhandeln, unter anderem mit dem Slogan, den Philipp gerade schon zitiert hat, nämlich, der Brexit ist ein englischer Brexit, kein schottischer Brexit, wir wollen eigentlich drinbleiben und deswegen gibt es die große Befürchtung, dass dieser ganz klare Brexit-Kurs, der jetzt quasi auf nationaler Ebene beschlossen worden ist oder gewählt worden ist, dass der letztlich zum Zerbrechen der Einheit führt. Und ich glaube, noch eine andere Sache, die auch ganz, finde ich, interessant ist, dass wir
jetzt mit Boris Johnson jemanden haben, der eigentlich so eine ähnliche Position hat und so ein ähnliches Machtgefüge ausfüllt wie Donald Trump in den USA, weil Johnson jetzt jemand ist, der hat eine riesige Mehrheit, alle, die da im Parlament sitzen, liegen ihm zu Füßen, weil viele von denen nie gedacht hätten, dass sie in Nordengland auch nur einen Blumentopf gewinnen. Nun haben sie durch diese Wahl irgendwie einen Sitz im Parlament und Johnson kann im Prinzip machen, was er will, weil er alle mehr oder weniger von Hand ausgewählt hat, weil diese Partei, diese Tories zu so einer Brexit-Partei umgebaut wurde und das Schicksal einer großen Mehrheit der Abgeordneten hängt am Schicksal von Johnson, so wie das Schicksal der Republikanischen Partei und der Abgeordneten am Schicksal von Donald Trump hängt. Und deswegen glaube ich, hat Johnson noch viel, viel mehr Macht, als wir das momentan annehmen, weil er, sagen wir mal, wie Donald Trump auch, irgendwann kontrafaktisch agieren kann und die Leute werden ihm hinterherlaufen, seine Partei wird ihm hinterherlaufen, weil sie wissen, wenn der Typ fällt, fallen auch wir. Ja. Und diese, das ist natürlich eine Bindung, die es immer irgendwie gibt, aber ich glaube, durch diese Wahl und dadurch, dass er viele dieser Abgeordneten von Hand ausgewählt hat und dass viele von denen nie geglaubt hätten, dass sie jemals ins Parlament kommen, glaube ich, ist das ein stärkerer Effekt, den wir noch über das nächste Jahr sehen werden. Ja, letzter Punkt vielleicht. Es gibt auch eine ganz spannende Studie, die der Philipp ausgebuddelt hat, nämlich zu der Frage, was eigentlich diese ganzen Diskussionen rund um den Brexit und auch diese doch sehr aufgeheizte Atmosphäre vor den Unterhauswahlen, was die eigentlich so gemacht hat mit der Mentalität der Briten und was diese Studie rausgefunden hat, das ist was, was die Soziologen Tribalism nennen. Was ja, hat es damit auf sich? Das ist auch was wie in den USA, dass die Leute ihre Loyalitäten enger an kontrafaktischen Parametern festmachen. Also die fühlen sich eher an Leute gebunden, an ihre Loyalitäten sind sehr, sehr eng an bestimmte Personen gebunden und es entstehen so Stammesmechanismen, wo Leute, und das sagt diese Studie, so weit gehen, dass sie sagen, hey, viele Leute oder eine wachsende Zahl von Leuten sagt, ich kann eigentlich niemanden mehr heiraten, der für den Brexit war und umgekehrt. Ja. Die Brexiteers sagen, ich kann eigentlich niemanden mehr, oder die Tendenz ist, es gibt eine wachsende Zahl von Leuten, die sagen, ich kann auch niemanden mehr heiraten, der für den Brexit war oder gegen den Brexit. Also die beiden Lager sind so tief gespalten, glaube ich, dass es eben auch schwer wird, diese Spaltung mit Fakten zu überwinden. Ja, ich glaube, also Tribalism bedeutet ja wörtlich zunächst mal Denken in Stämmen. Ne? Und die Idee ist dahinter, glaube ich, dass man eben immer mehr so in Lagern denkt. Und in diesem Fall geht es wohl um das Denken an, wir sind das Brexiteer-Lager, wir wollen hier raus, oder das Remain-Lager. Ne? Und dass man irgendwie so, dass diese letztlich ja politischen Auffassungen, ja, die über den Charakter eines Menschen vielleicht nur ganz am Rande was aussagen, dass die dann so dramatische Bedeutung bekommen oder so große Bedeutung bekommen, dass man keinen Menschen aus dem anderen Lager mehr heiraten kann. Ja, ein Brexiteer, der sich sagt, ich kann nur noch Brexiteers oder Brexiteerinnen, ja, irgendwie heiraten, finde ich persönlich eine ziemlich absurde Vorstellung. Ja, da kann man, wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurücktreten von diesem konkreten Thema Brexit und Vereinigtes Königreich, kann man daraus eigentlich nur lernen, wozu eigentlich Populismus führt. Nicht? Wenn man also anfängt, so einen populistischen Wahlkampf zu führen wie 2016, wenn man die Leute so richtig aufheizt und aufhetzt, um zu sagen, wir müssen hier raus und wir müssen irgendwie Großbritannien retten und so. Das ist irgendwie ein Geist, den kriegst du nicht mehr wieder zurück in die Flasche. Ne? Der führt einfach nur dazu, dass sich die Bevölkerung immer weiter spaltet und immer weiter sich das politische Klima aufheizt. Also ich finde das absolut traurig. Weißt du, wie viel Tweets Donald Trump gerade absetzt pro Tag? Apropos Populismus, ne? Philipp hat da gleich einen ganz eleganten Übergang hingelegt. Also, Donald... Also aber ganz ohne Apropos. Weißt du, ganz ohne Apropos. Weißt du, wie viele Tweets er absetzt? Also ich würde jetzt mal sagen... Tweets, also ich weiß nicht, ein Dutzend Tweets sind schon eine Menge. Ich meine, man muss das ja mal sehen, Donald Trump, ja, ist jetzt kein Chiller. Ne? Donald Trump hat einen Beruf, man soll das immer nicht denken, aber er hat tatsächlich einen Beruf. Ja, er ist ja immerhin der Commander-in-Chief und nicht der Twitterer-in-Chief. Philipp, wie viel sind's? Also CNN hat gemessen, es waren am Donnerstag, und das ist schon beachtlich, muss ich sagen, ne? Es sind 124. 124 Tweets? Okay, also es gibt natürlich Leute in diesem Saal, die vermutlich es am Tag schon mal auf 124 WhatsApp-Nachrichten geschafft haben. Ja. Würde ich annehmen. Aber das ist dann schon wirklich... Das ist hart am Bot. Ja, und das ist hart am Bot und das ist vor allem natürlich, da muss man sagen, da sind dann auch die Emotionen wahrscheinlich hochgekocht. Ne? 124 WhatsApp-Nachrichten, das ist schon sportlich. Und wie gesagt, der Mann hat einen Job. Ja. Okay, hart am Bot. Also der Twulz geht nach oben, weil er mit einem Impeachment konfrontiert ist. Wir haben das auch oft gesagt. Was heißt das eigentlich? Impeachment heißt Amtsenthebungsempfahren. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit eigentlich eine Ermittlung des
des Repräsentantenhauses, also des, ja, des Abgeordnetenhauses in den USA. Die haben halt ermittelt, ob er denn des Amtes enthoben werden kann und ja, wenn ja, mit welchen Argumenten. Jetzt sind sie zum Schluss gekommen, ja, wir haben Befragungen gemacht und wir haben uns auf zwei Artikel geeinigt oder zwei Vorwürfe, heißt es dann, mit denen wir ihn des Amtes entheben wollen. Nächste Woche wird wahrscheinlich das Repräsentantenhaus über diese beiden Vorwürfe abstimmen. Also weil zunächst mal jetzt ein Vorschlag ist vom Justizausschuss, genau, der hat des Hauses an das Plenum. An das Plenum und das Plenum wird nächste Woche darüber abstimmen und aller Wahrscheinlichkeit nach dem zustimmen. Und dann ist sozusagen formell Anklage erhoben worden gegen Donald Trump und dann muss der Senat, die zweite Kammer des Kongress mit den 100 Senatoren, muss eine Art Gerichtsverfahren durchführen. Da kommt dann der oberste Richter und der ist dann so eine Art Moderator und dann ist auch Anwesenheitspflicht für die Senatoren. Das finde ich auch ganz lustig, ja, dass die wirklich da sein müssen und sich das alles anhören müssen. Und es wird, so ist es abzusehen, zwei Wochen so eine Art Verfahren geben, ohne Zeugen. Warum auch immer, aber es wird eine Art Verfahren geben, ohne Zeugen. Und am Ende wird dann halt abgestimmt, ob diese beiden Vorwürfe, die das Repräsentantenhaus zusammengekehrt hat, denn ob der Senat dem zustimmt und der Präsident des Amtes enthoben wird oder nicht. Und die Vorwürfe, die lassen sich auch relativ knackig zusammenfassen. Der eine Vorwurf ist, dass Donald Trump seine Macht und die Macht der Regierung missbraucht hat, um eine fremde Regierung, in dem Fall die Ukraine, dazu anzustiften, Dreck zu sammeln und eine Ermittlung anzukündigen gegen einen innenpolitischen Konkurrenten von Donald Trump, um diesen Konkurrenten zu schwächen. Das ist der Vorwurf, hat viel mit diesem Telefonat zu tun. Das müssen wir jetzt alles nicht mehr nochmal aufdröseln, glaube ich. Aber da gibt es jede Menge, würde ich sagen, überzeugender Zeugenaussagen, die das belegen. Und der zweite Vorwurf also vielleicht sollte man schon wenigstens soweit das erklären, dass man versteht, worum es da eigentlich geht. Meinst du? Ja, das finde ich schon. Das ist ja in zwei Sätzen auch gesagt. Donald Trump möchte ja gerne im nächsten Jahr nochmal wiedergewählt werden als Präsident. Ne? Er ist seit 2016 gewählt für 4 Jahre und 2020 ist wieder Präsidentschaftswahl. Und einer der möglichen Gegenkandidaten ist Herr Biden. Ja, und Herr Biden und insbesondere sein Sohn hatte Business in der Ukraine und Donald Trump wollte mit allen möglichen Methoden erreichen, dass die Regierung der Ukraine Strafermittlungen einleitet gegen Joe Biden, den möglichen Konkurrenten und den Sohn von Joe Biden, wegen aller möglicher Wirtschaftsstraftaten. So viel zusammengefasst. Und die ihm unterstellt werden, die nie bewiesen wurden und er wollte auch noch nicht mal, dass wirklich ermittelt wird, sondern er wollte nur, dass der ukrainische Präsident bekannt gibt, dass ermittelt wird. Gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ging es um diese PR-Wirkung und um diese PR-Wirkung zu erreichen, hat er alle möglichen Tricks eingesetzt und insbesondere einsetzen lassen von seinem privaten Anwalt. Und beispielsweise hat er $400 Millionen quasi Entwicklungshilfe, Militärhilfe für die Ukraine eingefroren und gesagt, na, also die werden wir jetzt erstmal nicht auszahlen und es wäre doch total schön, wenn da Ermittlungen stattfänden oder du das jedenfalls öffentlich sagst und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass diese längst vom Kongress, also vom Parlament gebilligten $400 Millionen auch tatsächlich ausgezahlt werden. Also man kann so richtig schön sehen, wie Donald Trump seine Machtfülle als Präsident genutzt hat, als Inhaber eines öffentlichen Amtes, um sein privates Interesse, nämlich eine Wahl zu gewinnen, ein Jahr später mit öffentlichen Mitteln durchzusetzen. Das ist die Idee. Ja? Da werden also die Vollmachten, die man als Amtsträger hat, benutzt, um jemand anders dazu zu bringen, ihm einen persönlichen Gefallen zu tun. Ja? So ein bisschen so, als wenn ich als Richter sage, keine Ahnung, also klar, Sie haben jetzt hier geklagt, gegen ihren Nachbarn, sie hätten gern von ihrem Nachbarn 2000 Euro. Diese Sache lasse ich jetzt mal liegen. Ja, es sei denn, ihr tut mir irgendwie einen kleinen Gefallen. Sie haben doch noch eine freie Wohnung, meine Freundin sucht eine Wohnung. Meine Freundin möchte gerne in diese Wohnung. Das wäre doch schön, wenn wir beide zusammenkämen. Ja, wäre doch total schön, wenn meine Freundin einen Mietvertrag bekäme und dann könnte ich mir auch vorstellen, dieses Verfahren ein bisschen vorzuziehen. Also so ein bisschen so eine Idee. Dieser Machtmissbrauch, das ist der eine Vorwurf und der zweite Vorwurf hängt sehr eng damit zusammen, nämlich, dass er verhindert hat, dass der Kongress in Sachen dieses Machtmissbrauchs ermittelt. Also Trump hat allen möglichen Mitarbeitern verboten, Vorladungen nachzukommen, obwohl die gesetzlich verpflichtet sind, diesen Vorladungen des Kongresses nachzukommen. Er hat Zeugen versucht zu einzuschüchtern etc. Das sind die beiden Vorwürfe, genau, die sie da geschmiedet haben. Behinderung des Kongresses und dazu muss man wissen, das ist im amerikanischen Rechtssystem deutlich strenger als bei uns. Also es gibt da ja zum Beispiel auch die Behinderung der Justiz, was ein eigener Straftatbestand ist und insofern ist das was
wo bei Amerikanern der Puls einfach wesentlich schneller hochgeht. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, was denn eigentlich der Maßstab ist. Also woran wird quasi ein Vorwurf gemessen, ja, um zu entscheiden, ob das tatsächlich so ein Impeachment oder genau genommen eine Entfernung aus dem Amt infolge eines Impeachments rechtfertigt. Und dieser Maßstab ist auf Englisch Treason, Bribery or other high crimes and misdemeanors. Also auf Deutsch Hochverrat, Bestechlichkeit oder andere schwere Verbrechen. Ja, das heißt also, Hochverrat und Bestechlichkeit geben so ein bisschen den Rahmen vor und die anderen Verbrechen müssen so ein bisschen diese Schwere erreichen. Und also ich finde, das ist nicht völlig abwegig. Ne? Also insbesondere diese Geschichte mit dem Machtmissbrauch, Behinderung des Kongresses ist so ein bisschen wackelig, wenn man da auch immer sagen muss, er ist ja in gewisser Hinsicht auch in der Rolle eines Angeklagten und als Angeklagter selber mitwirken zu müssen an seiner eigenen Überführung ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, deswegen da weiß ich nicht so richtig. Klar, die Amerikaner sind da strenger an der Stelle, aber da hätte ich gewisse Bedenken. Aber diese Geschichte mit der Ukraine, das klingt für mich schon extrem wie ja, Hochverrat, weiß ich jetzt auch nicht, aber jedenfalls ist es so in der Schwere, ne, wie Bestechlichkeit. Nur, dass er jetzt selber nicht bestechlich ist, sondern dass er im Grunde versucht hat, den Präsidenten der Ukraine zu bestechen, aber das ist ja quasi spiegelbildlich. So, und jetzt ist die Frage, okay, das Repräsentantenhaus wird diese Anklage erheben, jetzt muss aber der Senat mit 2/3 Mehrheit zustimmen und das wird aller Voraussicht nach nicht passieren, weil die Republikaner die Mehrheit haben. Genau, und das muss man so sagen, es geht nämlich letztlich gerade nicht darum, ob der jetzt tatsächlich ein Impeachment oder entfernungswürdiges Verbrechen begangen hat, sondern das muss man immer dazu sagen, das wird politisch entschieden werden. Die Demokraten haben ja sagen natürlich jetzt immer ganz laut, dass sie aus Sorge um die Verfassung dieses Impeachment auf den Weg gebracht haben, wenn jetzt das Haus mit seinem Plenum zustimmt. Aber natürlich hätten sie das auch nicht getan gegen einen demokratischen Präsidenten. So, und die Frage ist jetzt, also wenn das denn wahrscheinlich nicht durchkommt, wenn Trump wahrscheinlich seines Amtes nicht enthoben werden wird, weil die Republikaner sagen, so deutet sich das an, ja, wir sehen diese Fakten, wir bestreiten sie nicht mehr fundamental, wir halten dieses ganze Verfahren für ein bisschen komisch, aber im Kern erkennen wir die Fakten an. Wir sagen aber, es reicht nicht aus für ein Impeachment, die Vergehen sind nicht schwer genug. Mit dem Argument werden sie ihn wahrscheinlich freisprechen. Dann, weiß ich nicht, dann wird Trump zu einer Art Super-Trump, weil er eigentlich von allem freigesprochen ist. Er hat diese Müller-Ermittlungen überstanden, er hat dieses Impeachment überstanden und es gibt eigentlich nichts, was ihm noch drohen kann. Und die Frage ist, kann er da machen, was er will? War das eine gute Idee, dieses Impeachment einzuleiten, wo doch absehbar war, dass die Republikaner im Senat die Mehrheit haben und diese 2/3 nicht zusammenkommen werden? Ja, ich habe mir diese Frage auch öfter gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das fair ist, quasi jetzt schon zu sagen, dass im Senat nichts dabei rauskommt. Denn es ist ja noch nicht so ganz klar, ob tatsächlich die öffentliche Meinung kippt. Ja, das ist so ein bisschen das quasi die große Unbekannte. Bislang muss man sagen, ist es nicht passiert. Bislang haben die Anhörungen im Haus überhaupt nicht dazu geführt, dass die öffentliche Meinung in den USA relativ deutlich sich gegen Trump gewendet hätte. Im Gegenteil, wir reden von so ein paar Prozenten, ja, die er an Zustimmung verloren hat, aber es gibt da keine Wechselstimmung, ne? Keine Stimmung raus mit ihm. Das gibt's nicht. Aber es ist ja noch, bleibt ja noch abzuwarten, was dieses eigentliche Verfahren im Senat so bringt. Das ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass sich da noch so ein bisschen was tut und dass auch Druck auf die Republikaner entsteht. Aber es werden keine Zeugen gehört. Ne? Es werden keine Zeugen gehört. Das ist wahrscheinlich. Das spricht er dagegen, da bin ich bei dir, aber wir müssen natürlich mal abwarten und außerdem, selbst wenn er tatsächlich freigesprochen wird, ist natürlich oder wirft natürlich dieses Verfahren schon ein Schlaglicht auf das Fehlverhalten von Donald Trump. Ne? Auch wenn er jetzt nicht aus dem Amt entfernt werden wird, dann weiß ich nicht, ob sich nicht dieses Verfahren trotzdem im Wahlkampf 2020 immerhin nutzen ließe von demokratischer Seite, um zu sagen, okay, ja, ihr seht es, diese Republikaner sind letztlich verantwortungslos, umso wichtiger ist es, die Republikaner verhindern, ja, dass wir tatsächlich diesen Präsidenten an der Verfassung messen, deswegen hilft es alles nichts, der Mann muss abgewählt werden. Also das ist ja immerhin eine Argumentation, die sich hören lässt. Ich weiß es nicht. Also ich finde es ein bisschen einfach, den Demokraten zu sagen, das hättet ihr nicht tun sollen. Denn ich meine, was wäre denn das für ein Präzedenzfall gewesen, ja? Wenn der Mann diese Ukraine-Story da macht und die Demokraten sagen, ja, aus taktischen Gründen, die werden keinen Impeachment. Es ist ja auch nicht nur die Ukraine-Story. Die haben sich jetzt für diese Ukraine-Story entschieden, weil das die frischeste ist, weil dieser Müller-Report schon ein bisschen länger her ist und diese Vorwürfe, die da ja auch erhoben wurden, so ein bisschen angewelkt wirken und nicht mehr so ganz frisch sind und auch so ein bisschen alt und abgehangen wirken. Deswegen haben die sich dafür jetzt entschieden, aber
meine, man muss das jetzt nicht alles nochmal aufzählen. Es gibt Grund genug, diesen Mann aus dem Amt zu entfernen. Und deswegen fand ich es auch, es ist die demokratische Pflicht gewesen, dieses Verfahren einzuleiten. Auch wenn es am Ende, die Chancen nicht groß sind, dass er damit durchkommt. Aber es steht dann ja auch eine Wahl an. Genau. Und also deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass Nancy Pelosi, also die Sprecherin der Demokraten im Haus und auch die Sprecherin der Kammer, so immer so deutlich verweist eben auf die Pflicht der Parlamentarier, tatsächlich auf die Einhaltung der Verfassung zu achten, ne? Weil sie halt genau weiß, das ist nicht so ganz klar, ob alle Leute das wirklich überzeugend finden. Wir freuen uns ja immer, wenn wir auch mal Informationen zugespielt bekommen, die sonst niemand hat. Und das ist in diesem Fall auch mal passiert. Und zwar geht es da, und da haben wir uns auch immer gefragt, was da wohl, wie das wohl gemacht werden wird, über ein Gesetz, um ein Gesetz gegen Rechts. Und, oder da, Rechtsradikalismus. Gegen, ne? Rechtsradikalismus. Oder Rechtsextremismus. Und da hat das Bundesministerium für Justiz jetzt einen Gesetzentwurf entworfen mit 9 Punkten im Kampf gegen Rechtsextremismus. Genau, also die 9 Punkte war so ein Aktionspaket vom Bundeskabinett, das haben wir in der Lage schon besprochen, die wir in Oxford aufgenommen haben, also Ende Oktober. Da gab es so ein paar Punkte aus dem Bundeskabinett und nun hat das Justizministerium eben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das umsetzen soll. Und die haben das mehr oder weniger uns vorgelegt. Also, der ist jetzt so in die Abstimmung gegangen tatsächlich und wir hatten uns das Ding organisiert. Man muss eigentlich fairerweise sagen, heute Nachmittag hat es ein anderer Journalist öffentlich gemacht. Das ist nicht ganz die Version, die wir haben, aber wir sind jetzt auch nicht mehr die Einzigen auf der Welt. Anyway, wir waren sehr glücklich, das irgendwie recherchiert zu haben und dieser Gesetzentwurf umfasst eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen. Das können wir jetzt nicht alles nennen, das wird nämlich sonst ein bisschen sehr kleinteilig, aber immerhin wird eine Änderung im Strafgesetzbuch vorgenommen, Philipp, die erstmal nicht so ganz verkehrt klingt. Ja, und zwar geht es da um den Anwendungsbereich. Genau. Des Paragraph 140 Strafgesetzbuch. Genau. Belohnung und Billigung von Straftaten soll erweitert werden. Jo, und der stellt nämlich zurzeit unter Strafe, wenn man bestimmte begangene oder versuchte Straftaten billigt. Wenn man also sagt, super, da ist versucht worden, jemanden zu erschießen, finde ich großartig. Das darf man nicht sagen. Dieser Straftatbestand erfasst bislang aber nicht, wenn man quasi fiktive, zukünftige Taten billigt. Wenn man sagt, zum Beispiel, ja, Fall Renate Künast, die müsste man mal so richtig, und dann kommen irgendwelche richtig furchtbaren Fantasien. Ja, die müsste man mal, ne, dieses Billigen fiktiver, zukünftiger Straftaten, das war bislang von dem Straftatbestand nicht umfasst. Und das haben natürlich die Hassprediger auf Facebook zum Beispiel auch intensiv genutzt, weil sie genau wussten, normalerweise kann ich das machen, kann ich einen Menschen damit beschimpfen, ohne dass das vom Staatsanwalt verfolgt werden kann. Und das möchte der Gesetzgeber ändern. Ein weiterer und fast noch interessanterer Punkt ist, würde ich sagen, die Netzwerke. Also Netzwerke heißt immer Google, Facebook, Twitter, YouTube und Co. Die müssen jetzt, das müssen sie ja schon unter Umständen länger mit dem Netzwerk durchsetzen, bestimmte Inhalte löschen. Und jetzt sollen sie diese Inhalte, die sie da löschen, auch dem Bundeskriminalamt melden. Und da würde ich sagen, aber das Problem ist doch nicht, dass die davon nicht erfahren, sondern von solchen Straftaten, sondern das Problem ist doch eher, dass sie davon erfahren, aber zu wenig Leute haben, um dem nachzugehen, oder? Ja, ganz genau. Deswegen wundere ich mich auch so ein bisschen. Also wenn man sich mal befasst mit der Frage, warum eigentlich werden so viele Straftaten im Internet begangen? Ja, wieso wird so viel auf Facebook beleidigt, bedroht? Wieso passiert das eigentlich alles? Obwohl doch das alles schon strafbar ist. Ja, und dann schaut man, naja, da werden zwar durchaus Strafanzeigen gestellt, die Frage ist nur, was passiert dann? Ja, und typischerweise werden eben Strafanzeigen wegen solcher Online-Straftaten mehr oder weniger bald eingestellt. Das heißt, sie führen nicht zu einer Verurteilung. Da kann man sich dann ja überlegen, was das wohl für einen psychologischen Effekt hat auf die Menschen, die diese mutmaßlichen Straftaten begangen haben. Na klar, teilweise feiern die sich ab nach dem Motto, haha, da bin ich angezeigt worden, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Und unter einem Strich entsteht der Eindruck, im Internet kann man machen, was man will. Genau, und deswegen ist das so, aber wie gesagt, wir haben nicht das Problem, dass bislang nichts angezeigt wird oder dass es zu wenig Anzeigen gibt, sondern das große Problem ist, dass die Menschen, die diese Straftaten ermitteln müssten, bei der Polizei der Länder, bei den Staatsanwaltschaften, heute schon so überfordert sind
oder das teilweise auch nicht ernst nehmen, ja, ist teilweise auch ein Problem vielleicht der Aufmerksamkeit und des Engagements, aber dass jedenfalls diese Leute bislang nicht zu dem Punkt kommen, wo sie da mal Anklagen erheben und tatsächlich auch Verurteilung erwirken. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass die Anzeigen fehlen, sondern dass dann nach einer Anzeige zu wenig passiert. So, aber damit nicht genug, denn der nächste Punkt heißt nicht nur, ihr müsst die Inhalte melden, sondern genau. Ihr müsst, also die Netzwerke. Ja, wir müssen vielleicht kurz noch die Konsequenz ausführen, Philipp. Also, bislang haben wir das... Ja. Letztlich wird das wahrscheinlich zu einer... Also letztlich wird doch das BKA wahrscheinlich mit Inhalten zugespammt, oder? Ganz genau. Das ist genau das, was passieren wird. Bislang haben wir Anzeigen und nach denen nichts folgt. Und jetzt werden wir Faktor 50 oder Faktor 100 mehr Anzeigen bekommen, weil die Netzwerke alles melden müssen an das Bundeskriminalamt. Das will dann so ein bisschen vorfiltern und sortieren und die Sachen weiterleiten an die Landesbehörden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt, um mal eine Zahl in den Raum zu stellen, es gibt leider keine offiziellen Statistiken. Ja, aber wenn wir uns mal vorstellen, vielleicht gibt es deutschlandweit im Jahr 2018 Anzeigen wegen strafbarer Inhalte auf Facebook und wir haben dann mit einmal statt 2.000, 50.000 oder 100.000, dann glaube ich nicht, dass da mehr Resultate dabei rauskommen. Ganz im Gegenteil, wir produzieren wahnsinnig viel Papier, wir produzieren wahnsinnig viel Arbeit bei den Ermittlungsbehörden und wahnsinnig viel Frust bei den Menschen, um die es geht, weil natürlich weiterhin kaum Verurteilungen dabei rauskommen werden. So, aber dann kommt der Punkt, Sie müssen halt nicht nur die Inhalte melden, sondern Sie sollen jetzt nach diesem Gesetzentwurf, wenn der denn so durchkommt, auch die IP melden, ja. Von der dieser Inhalt ins Netz gestellt wurde. Ja. Okay. Und Sie sollen die Portnummer melden. Genau, jetzt wird es ein bisschen technisch, das müssen wir kurz erklären. Aber die Auswirkungen sind schon ziemlich massiv. Was heißt das mit dieser IP? Also jeder, der sich im Netz bewegt oder jede, kriegt im Prinzip eine IP, eine Nummer. Mhm. Das Problem ist nur, lange waren halt hinter einer Nummer, ja, verbarg sich mehr oder weniger ein Anschlussinhaber. So, das hat sich aber in den letzten Jahren geändert, denn Beispiel Mobilfunk, ja, du nutzt dein Handy, dein Smartphone, wählst dich in ein Mobilfunknetz ein, nutzt die Daten, dann bist du mit 2.000 oder 3.000 Leuten meinetwegen in diesem Mobilfunknetz und nach außen hin haben die alle eine IP. Also wenn dann ein strafbarer Inhalt gepostet wird, der wird von Facebook an das BKA gemeldet, nur mit der IP, dann kann das BKA damit im Prinzip nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil hinter dieser IP, zu einem bestimmten Zeitpunkt halt 1.000, 2.000, 3.000 Menschen hatten. Genau, das ist ein bisschen das Problem. Diese IP-Adresse möchte man natürlich gerne auflösen zu dem Menschen, der dahinter steht. Der was gepostet hat. Und das hat früher mal ganz gut funktioniert, weil diese IP-Adressen zwar nicht auf Dauer vergeben wurden, sondern sie wurden für 24 Stunden vergeben, aber es hat immer nur ein Mensch eine IP benutzt und damit konnte man zumindest den Anschlussinhaber ermitteln. Also zum Beispiel den Menschen, auf dessen Namen der Mobilfunkvertrag läuft. Das muss dann nicht zwingend der Mensch gewesen sein, der auch tatsächlich das gepostet hat, aber dann hatte man das, was Kriminalisten so schön einen Ermittlungsansatz nennen. Ja, man hatte irgendwas, womit man angefangen hat und nun ist das Problem aber, dass seit einigen Jahren diese IPs ja knapp sind und Philipp hat es gesagt, deswegen nutzen jetzt mehrere tausend Menschen mitunter dieselbe IP nach außen. So, und jetzt kommen diese Ports ins Spiel. Wenn wir beide in demselben Mobilfunknetz hängen, dann haben wir nach außen zu Facebook meinetwegen dieselbe IP, aber du schickst eine E-Mail, ich rufe was im Browser auf, dann sieht das nach außen nach derselben IP aus, aber damit das Mobilfunknetz uns entscheiden kann und wissen, wohin soll denn die E-Mail an dich zurückgeschickt werden, woher soll die Webseite an mich zurückgeschickt werden, gibt es sogenannte Ports. Jede IP hat diverse tausend Ports. 65.500 irgendwie. Genau, das heißt, ja. Du hast meinetwegen die IP 1 und den Port 5. Ich vereinfache. Ich habe die IP 1 und den Port 7. Ja. Ja. Und so weiß halt das Mobilfunknetz, wohin die Daten geliefert werden sollen. Und diese Ports, die sollen jetzt auch an das BKA gemeldet werden, damit die dann zu O2, T-Online, T-Mobile gehen können und sagen können, ich hätte gern den Typen oder die Frau, die diese IP und über diesen Port zu dieser bestimmten Zeit telefoniert hat, in der Hoffnung, dass sie so dem Menschen auf die Schliche kommen, der diesen illegalen Inhalt gepostet. Genau, und da muss man sich das so vorstellen, wenn man von einer IP eben einen Inhalt aufruft bei Google oder Facebook, dann fällt diese IP und diese Portnummer bei denen an. Ja, das heißt also, für Google und Facebook ist das jetzt kein großes Problem, nicht nur die IP ins BKA zu melden, sondern auch die Portnummer. Der Punkt ist nur, und da wird es jetzt wirklich spannend,
was machen denn eigentlich die Mobilfunkprovider? Bislang ist es nämlich so, dass die nicht mal die Zuordnung zwischen Menschen und IP-Adressen so richtig speichern dürfen. Das nannte man Vorratsdatenspeicherung. Das ist aber eigentlich zurzeit gar nicht erlaubt, weil es gegen europäisches Recht verstößt. Das Oberverwaltungsgericht Münster beschlossen, also die gesetzliche Verpflichtung, so diese Zuordnung zwischen Mensch und IP-Adresse zu speichern, die ist gerade quasi ausgesetzt. Die Provider machen das trotzdem, ja, so ein, zwei Wochen speichern sie normalerweise trotzdem diese Zuordnung, weil sie sagen, das brauchen wir, um gegebenenfalls mal technische Probleme lösen zu können. Aber auch das reicht eigentlich nicht, hat Philipp eben schon gesagt, weil sich tausende von Leuten dieselbe IP teilen, um rauszufinden, welcher Mensch steht denn jetzt wirklich so dahinter. Jetzt müssten Sie aber, wenn das so Gesetz wird, dann müssten Sie nicht nur die IP speichern, Sie müssten auch noch den Port zu jedem speichern, der in diesem Netz kommuniziert. Und das Problem, damit das Sinn macht. Damit das Sinn macht. Genau. So, damit dieses Gesetz Sinn macht, müssten die Mobilfunkprovider nicht nur die IP speichern, sondern sie müssten auch den Port speichern. Das Problem darin ist, dass es nicht so ist, ich bin bei T-Mobile im Netz, kriege eine IP und einen Port, sondern ich kriege jedes Mal einen neuen Port, wenn ich den Browser öffne und kommuniziere, wenn ich die E-Mail öffne, kommuniziere, wenn ich WhatsApp nutze, ich kriege jedes Mal einen neuen Port unter derselben IP. Das heißt, da fallen Daten ohne Ende an. Zehntausende von Datenbankeinträgen pro Nase und Tag. Und Tag. Ganz genau. So, das sind also Massen von Daten, die gespeichert werden müssten, wenn dieses Gesetz irgendwie Sinn machen soll. Ja. Denn wenn die Netzwerke Port und IP an das BKA weitergeben sollen und das BKA so die Möglichkeit haben soll, über Port und IP bei einem Provider nachzufragen, wer hat denn diesen strafbaren Inhalt gepostet, dann macht das nur Sinn, wenn die Provider diese Informationen auch haben. Genau. Und das muss man sich überlegen, das steht nicht in diesem Gesetzentwurf drin. Deswegen hat das bislang auch noch keiner gemerkt. Ja? Deswegen redet auch in der Presse bislang niemand drüber. Aber wir finden das sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Denn diese Geschichte, was jetzt das Bundesjustizministerium reinschreiben will, ja, schickt mal IP plus Port ans BKA, macht nur Sinn, wenn das Bundesjustizministerium oder wahrscheinlicher das Innenministerium zugleich im Hintergrund den Plan hat, eine neue Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen. Und zwar dieses Mal noch viel fetter als vorher. Ja? Dass also nicht nur gespeichert wird Mensch und IP-Adresse, was gehört da zusammen, sondern Mensch, IP-Adresse und die ganzen Portnummern, mit anderen Worten pro Nase Zehntausende unter Umständen von Datenbankeinträgen pro Tag. Das kann eigentlich nur der Sinn sein dieses Gesetzes und ich bin mir nicht so sicher, ob zum Beispiel die Justizministerin das überhaupt verstanden hat, was sie da eigentlich in ihr Gesetz geschrieben hat. Aus meiner Sicht ist das ein ganz schlechtes Orakel. Ja, diese Übermittlung der Ports von Google und Facebook ans BKA ist nicht das Problem, aber sie macht nur Sinn, wenn man eine riesengroße neue Datensammlung auf die Beine stellen will und insofern sieht man daran sehr deutlich, dass die Fantasien in Richtung Vorratsdatenspeicherung noch zombieartig nicht tot zu kriegen sind. Und der nächste, letzte Punkt aus diesem Gesetzes Plan, so wie er vorliegt, bedeutet, dass auch Passwörter an das BKA rausgegeben und an andere Polizeidienste. Und an andere Polizeidienste. Und an Geheimdienste natürlich so. Auch. Also die Netzwerke sollen dazu verpflichtet werden, unter Umständen, Richtervorbehalt gibt es, glaube ich, ne? Also wenn dein Richter das anordnet, von Leuten, die strafbare Inhalte auf diesen Netzwerken posten, auch die Passwörter rauszurücken. Von diesen Accounts bei diesen Netzwerken. Ja, und zwar nicht nur den Netzwerken, für die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt, das sind ja nur 5 oder 6 oder so, das sind nur die ganz großen, sondern das soll für alle Telemediendienste gelten. Das heißt, jeder, der ein Forum ins Netz stellt oder der sowas wie Facebook oder Twitter auch in ganz, ganz klein betreibt, muss in der Lage sein, Passwörter an die Behörden rauszugeben. Das steht jedenfalls so im Gesetz drin. Der Witz dabei ist, das gibt es schon lange für Telekommunikationsanbieter. Ja, also für zum Beispiel O2, Telekom, die müssen PIN und PUC, was man so kennt von den SIM-Karten, schon länger rausgeben können. Aber mal ganz ehrlich, wer schützt heutzutage noch sein Gerät mit PIN und PUC? Man hat ja hoffentlich zum Beispiel auf Android so ein Muster, ne, was man dann irgendwie mit dem Daumen wischt. Oder auf dem iPhone hat man irgendwie Face-Erkennung. Was immer so ist. Genau, normalerweise ist das Muster immer so ein Dreieck oder so ein M oder so, aber egal. Jedenfalls grundsätzlich hat man da irgendeinen Sicherheitsdingsbums, was mehr ist als die PIN. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, PIN und PUC rausgeben zu müssen und mit richterlichem Beschluss war jetzt irgendwie nie so ein bürgerrechtliches Thema. Aber jetzt soll diese Idee übertragen werden auf alle Passwörter und Benutzernamen von allen Telemediendiensten. Was bedeutet, egal wo man sich anmeldet, alles das muss an die Behörden rausgegeben werden, wenn ein Richter das anordnet. So, und da ist wieder so ein Nebeneffekt. Denn natürlich speichern all diese Dienste die Passwörter schon heute, sonst würde das nicht funktionieren. Allerdings,
in verschlüsselter Form. Und zwar in einer verschlüsselten, im Ideal, ne? Also es gibt natürlich auch Trotteldienste, die das nicht machen und die werden dann gehackt und so landen dann Millionen von Passwörtern im Internet. Aber das ist Gott sei Dank heute illegal. Ja, da gibt's, haben wir in der Lage, glaube ich, auch schon mal den schönen Fall knuddels.de besprochen, oder Philipp? Hatten wir das in der Lage? Haben wir, glaube ich, gemacht. Ja, haben wir gemacht. Da gab es nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal ein Bußgeldverfahren. Ihr erinnert euch alle, es gibt neue Datenschutzregeln seit einer Weile in Europa, die Datenschutzgrundverordnung, und die verpflichtet unter anderem dazu, dass man Passwörter ordentlich speichert, nämlich nicht im Klartext, sondern in dieser verschlüsselten Form, wie Philipp das gerade gesagt hat. Knuddels.de hat das nicht gemacht und daraufhin gab es ein fettes Bußgeld vom Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, Stefan Brink, den hatten wir auch schon mal auf deinem Ohr. Genau. Und zwar, und der Witz an dieser Verschlüsselung ist, dass die Verschlüsselung so ist, dass auch die Anbieter eigentlich das nicht selber entschlüsseln können. Also die sind sozusagen technisch gar nicht in der Lage, irgendjemandem heute als Passwort, ein klares Passwort rauszugeben, mit dem irgendjemand was anfangen kann. Genau, das liegt daran, dass vielleicht für die Nerds unter den Hörerinnen und Hörern, dass diese Verschlüsselung, von der wir gerade gesprochen haben, technisch betrachtet eigentlich keine Verschlüsselung ist, sondern man nennt dazu Hashing. Das ist eine sogenannte Einbahnstraßenfunktion. Das heißt, wenn ich das Passwort habe, dann drehe ich das durch diese Hashing-Mühle und dann kommt auf der anderen Seite so ein ganz unlesbarer Code bei raus. Den kann ich aber nicht zurückrechnen vom Code auf das Passwort. Was ich aber natürlich machen kann, ist diesen komischen Code in meiner Datenbank speichern, und wenn jetzt jemand sich anmelden will, dann nehme ich das Passwort, das der eingegeben hat, drehe es durch dieselbe Mühle und gucke einfach, ob dieser Hash, ja, diese komische, unlesbare Zeilenfolge passt. Aus dem Passwort Apfel wird immer Lattenzaun 123, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn du dann ein Hash hast, der Lattenzaun 123 hast, dann hast du eine riesen Tabelle, wo Lattenzaun 123 drin steht, und dann guckst du, aha, das ist Apfel. So. Nee, gerade nicht, sondern Apfel wird Lattenzaun 123, und jetzt gibt jemand als Passwort ein Apfel und du guckst dann in deiner Datenbank, ob der Hash Lattenzaun 123 ist. Also mit deinem Beispiel. Wenn wir mal ein Best of der Lage zusammenschneiden, dann würde diese 30 Sekunden Dialog wahrscheinlich dazugehören. Also klar, kann man es doch gar nicht mehr sagen. Egal. Okay. Jedenfalls, also ihr habt verstanden, es gibt so eine Art Einbahnstraßenfunktion, ja. Einbahnstraße, das ist doch so ein schönes Bild. Ja, das ist so die Herausforderung. Wir wollen es eben auch nicht zu einfach machen. Es soll ja irgendwie auch klar erklärt werden. Egal, auf keinen Fall wollen wir es einfach machen. Ich sehe nur bei Asterix und Obelix so die Sprechblase oben, so Lattenzaun 1, 2, 3. Und so Blitz, ganz große Fragezeichen. Blitzwolke. Ja. So. Gut, aber ihr habt es verstanden, ja? Man, die Passwörter werden. Darf ich überhaupt keinen Zweifel haben, dass ich das verstanden habe. Nein, wirklich, das ist doch völlig klar. Ja. Lattenzaun 1, 2, 3. Philipp, du hast ein geiles Beispiel. Auf jeden Fall. Jedenfalls, so ist das, ne? Einbahnstraßenfunktion. Und das führt halt einfach dazu, wenn jetzt dieses Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, dann müsste ein Netzwerk eben rausgeben können Apfel. Aber in der Datenbank steht nur Lattenzaun 123. Und das Problem dabei ist, entweder ist dieses Gesetz komplett Bullshit, weil überhin kein Dienst, ohne gegen die Datenschutzgrundverordnung zu verstoßen, das Passwort im Klartext rausgeben kann, weil es als Hashwert gespeichert wird. Oder die Netzwerke kommen jetzt auf die Idee und sagen, wir müssen das ja irgendwie rausgeben können, da gibt es ja jetzt dieses neue Telemediengesetz, dann müssen wir wohl auf das Hashen und Salten verzichten und speichern in Zukunft wieder Passwörter im Klartext, obwohl das natürlich aus der IT-Sicherheitsperspektive eine Katastrophe ist. 1980 hätte gern sein Passwort zurück. Wirklich, ne? Das heißt also, daran kann man sehen, das sind offensichtlich Faxer und Offliner, die das Gesetz geschrieben haben. Oder sie haben eine, ja, muss man doch so sehen, ja. Wir wollen die Faxgeräte zurück. Ja, also entweder sind es die Pfosten im BMJV, aber ehrlich gesagt, nach meiner persönlichen Erfahrung sind es ziemlich schlaue Leute. Das ist schon eher so die Crème der Verwaltungsbeamten in Deutschland. Ich glaube nicht, dass die nicht, Crème de la Crème, ja, nicht nur Crème. Das ist top notch, ja. Die sind gut. Das jedenfalls die allermeisten. Und ich glaube nicht, dass die das nicht verstanden haben, sondern ich glaube ja persönlich, da hoffen einfach Leute drauf, dass sich dann tatsächlich Netzwerke dazu hinreißen lassen, jedenfalls für die Zwecke deutscher Behörden Passwörter im Original zu speichern. Und das wäre eine echte Katastrophe für die IT-Sicherheit. Warum ist das so? Na klar, weil Netzwerke immer mal wieder gehackt werden. Ja, auch Netzwerken kommen Datenbanken abhanden. Ist das so? Es soll so sein. Ja? Und man hört es auch von den ganz großen Namen, Yahoo oder LinkedIn oder so. Wirklich große Dienste verlieren gelegentlich mal ihre Passwortdatenbanken. Wenn in dieser Passwortdatenbank nur die Hashes liegen, die man nicht zurückrechnen kann zu den Passwörtern, nicht so schlimm.
Ja? Wenn aber natürlich die Passwörter im Klartext in der Datenbank liegen, ist das eine Katastrophe, weil die meisten Leute ja Passwörter nicht nur bei Yahoo verwenden, sondern auch noch bei 5 anderen Diensten und dann macht es halt bumm. Ja? Deswegen ist dieses Gesetz, was das BMJV jetzt vorgelegt hat, entweder völlig sinnlos, weil die Netzwerke das nicht erfüllen können, oder es hat dramatische Folgen für die IT-Sicherheit. Deswegen, Philipp, was denkst du, was muss da noch passieren? Es ist ja noch kein Gesetz, es ist ja nur ein Vorschlag. Was denkst du, was müssen die machen im BMJV? Das klingt wie eine Prüfungsfrage. Naja, ich dachte so, vielleicht hast du ja eine Idee. Eine Idee. Du, ich meine, wir das sind, Gesetz umschreiben? Wäre so eine Idee, oder? Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine ganz geile Idee. Gut. Also ich finde, um das mal klar zu machen, ich finde, im Gesetz muss das klargestellt werden, dass Betreiber natürlich nicht gezwungen werden, Passwörter im Klartext zu speichern. Das heißt, sie müssen nur das rausgeben, was sie haben und das sind halt sinnlose Hashes. Oder man kann es auch gleich sein lassen. Bingo. Das ist meine eigentliche Forderung. Kinder, lasst das mal schön sein. Das macht keinen Sinn. Wir biegen so ein bisschen in die Zielgerade ein. Genau. Und da müssen wir natürlich sprechen. Du hast dich so ein bisschen gewehrt. Nein. Ja, doch. Naja, gut. Wir diskutieren natürlich. Genau. Wir überlegen ja ganz genau, was wollen wir in der Lage eigentlich genau ansprechen und was wollen wir nicht ansprechen. Und Lattenzaun 1, 2, 3. Finde ich einen wichtigen Punkt. Und jetzt haben wir uns aber entschieden, wir nehmen dieses Thema auf, aber da müssen wir... Weil ich das wichtig finde. Weil du das wichtig findest, ich finde das auch wichtig und da müssen wir es ein bisschen genauer beschreiben. Philipp, denn in Madrid fand jetzt ja gerade 2 Wochen lang die Klimakonferenz COP25 statt. Das ist so eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Eigentlich hätte die ja schon gestern oder heute zu Ende gehen sollen. Das ist aber nicht der Fall. Die läuft immer noch. Die sind quasi jetzt schon in die dritte Verlängerung gegangen. Was ist da los? Ja, also ich habe jetzt nicht nochmal jetzt gerade gecheckt, aber bis vor 2 Stunden war es so, dass sie noch nicht zu Ende waren. Und naja, was das Problem ist, ist halt, wir haben halt diesen Pariser Klimavertrag, der ja, wissen manche nicht, aber der erst jetzt 2020 in Kraft tritt. Und da gibt es halt jedes Jahr Konferenzen. Und das Ziel dieses Vertrags ist ja, die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf möglichst 1,5 oder knapp darüber Grad zu begrenzen. Und jetzt haben sich also die Länder in Madrid getroffen, 2 Wochen lang, und wollten im Kern 2 Sachen besprechen. Das eine ist, alle wissen, wir sind momentan nicht auf dem Pfad dahin, diese 1,5 Grad einzuhalten. Das, nicht. Was die Länder nicht. Die Emissionen steigen. Das, was die Länder ausstoßen, ist zu viel. Das wissen alle. Eigentlich soll es im nächsten Jahr in Glasgow so eine neue Commitment-Runde geben, wo die Länder sagen, was sie denn jetzt so einsparen wollen. Aber in Madrid sollte das zumindest schon vorbereitet werden. Ja. Also das sollte drinstehen in diesem Abschlussdokument. Wir verpflichten uns, die Emissionen weiter zu senken und alles dafür zu tun, etc. Das stand aber wohl in den Entwürfen der Konferenzleitung bis zum Schluss nicht drin. Deswegen sind alle auf die Palme gegangen. Das war der erste Grund, warum alle gefrustet waren. Der zweite Grund, warum alle gefrustet sind, also alle NGOs und alle Ökos, die da rumlaufen und auch in europäischen Nationen, die ein bisschen was bewirken wollen, die haben gesagt, okay, der zweite Punkt ist, wir müssen diesen weltweiten Emissionshandel irgendwie regeln. Also die Idee ist, dass Industrieländer ihre Emissionen senken können, indem sie in anderen Ländern Emissionen einsparen. Also Deutschland kann in Algerien ein Solarkraftwerk bauen, mit dem dann Kohlestrom eingespart wird. Und die Idee ist, dass sich Deutschland diese eingesparten CO2-Tonnen des algerischen Kohlekraftwerks auf die eigenen Emissionseinsparungen anrechnen lassen kann. Klingt irgendwie vernünftig, ist auch ganz attraktiv. Das Problem liegt nur im Detail, also weil alle möglichen Länder sich alles doppelt anrechnen lassen wollen. Also dann ist die Frage, kann Algerien sich eigentlich diese eingesparten CO2-Tonnen auch anrechnen, wenn Deutschland sich die anrechnen kann? Und da sagen eigentlich alle, nee, aber Länder wie Brasilien wollen sowas. Um so einen Streit geht's. Also um diesen Emissionshandel irgendwie so aufzubauen, dass es nicht einfach eine Mogelpackung ist, an der ganz viele Leute viel Geld verdienen, aber nichts für den Klimaschutz tun. Und da ist man offensichtlich nicht richtig vorangekommen. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig überzeugend. Was macht denn eigentlich die Europäische Union? Ist sie denn da wenigstens quasi mit gutem Beispiel vorangekommen? Ja, und das finde ich ist ja auch, deswegen war mir das ja auch so wichtig, weil wir natürlich wahnsinnig viel mosern. Ja? Wir mosern viel über die Bundesregierung, dass die da nicht in die Puschen kommt und zu wenig macht. Und jetzt wir haben ja auch gemosert über Ursula von der Leyen, die jetzt neue Kommissionspräsidentin geworden ist. Und ich finde... Wobei wir da, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben, also da wäre meine Erinnerung die, dass wir uns weniger an der Person gerieben haben, als an der Tatsache, wie sie ins Amt gekommen ist. Ne?
Denn das es gab ja da doch mal die Idee, vielleicht jemanden zu nehmen, der Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin war, was dann ja immerhin die Demokratie in Europa gestärkt hätte. Aber gut. Ja. Richtig, genau. Aber jetzt ist es halt so, dass Ursula von der Leyen tatsächlich ein Plan in die Welt gesetzt hat, wo ich sagen würde, und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt auch Christoph Bahl zum Beispiel, jemand, so ein Vertreter einer Organisation, der, ich glaube, der Christoph Balz, der ist seit Beginn an auf diesen Klimakonferenzen und kümmert sich seit Ewigkeiten darum, und der hat auch ein Interview gegeben, dem Fokus. Das war übrigens der erste Artikel seit 35 Jahren, den ich lesenswert fand auf fokus.de, aber der ist lesenswert und wir haben ihn verlinkt deshalb auch, wo er ausführt, dass dieser Plan, den Ursula von der Leyen da in die Welt gesetzt hat, wirklich ein echter Meilenstein sein kann. Sie hat das gesagt, European Green Deal hat sie das genannt, und das ist der Plan der Kommission, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Klimaneutral bedeutet, wir wollen eigentlich alle Emissionen einsparen, also wir wollen eigentlich kein CO2 und ähnliche Gase mehr ausstoßen. Das lässt sich wahrscheinlich bis 2050 nicht ganz vermeiden. Das heißt aber, den Rest, den wir dann noch ausstoßen, den wollen wir möglichst wieder einsammeln. Entweder indem wir Bäume pflanzen, die dann das CO2 einsammeln, oder durch andere Techniken. Das ist die Idee. Und sie hat dafür einen riesen Plan gemacht, 50-Punkte-Plan. Und das ist nicht einfach nur ein Plan, wo man sagt, ein paar Plastikstrohhalme weniger, das wäre gut, sondern das ist ein Plan, der die Absicht hat und auch das Potenzial hat, die gesamte europäische Wirtschaft komplett umzubauen. Über den Agrarsektor, Verbraucherrechte, sie will alle Richtlinien, Verordnungen auf dieses Ziel hin abklopfen, ob sie dieser Klimaneutralität dienen. Ja, es soll ein Gesetz formuliert werden, was auch 2030 schon relativ, vielen zu wenig, aber relativ ehrgeizige Emissionsreduktionsziele verfestigt. Und sie will auch einen Topf schaffen mit 100 Milliarden Euro drin, wo Länder wie Polen und Tschechien Geld bekommen, weil die natürlich Kohle fressen die ganze Zeit und das irgendwie natürlich wahnsinnig schwierig ist, da umzusteigen. Und da würde ich sagen, wir haben uns oft beklagt, dass es solche Pläne nicht gibt, und in Deutschland gibt es sie auch nicht. Aber ich finde es aller Ehren wert, dass sie das Ding in die Welt gesetzt hat. Und ja, das würde ich sofort unterschreiben, Philipp. Dann muss man aber sehen, klimaneutral zu werden bis 2050 klingt jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht über alle Maßen ambitioniert. Ne? Ich meine, das sind immerhin noch 30 Jahre, und bis dahin überschreiten wir dann ja doch möglicherweise genau die Menge an CO2, die man überhaupt noch emittieren darf, ohne dass es zu irreparablen Klimafolgen kommt. Ja. Also ist das nicht vielleicht zwar ein guter Plan, weil er eben jetzt nicht nur auf schöne Ziele setzt, sondern auch auf konkrete Maßnahmen, das klingt ja erstmal gut, aber der aber trotzdem zu unambitioniert ist, einfach weil der Zeitplan nicht stimmt. Das ist natürlich eine Kritik, ja, von vielen, die sagen, auch 2050 reicht es nicht, einfach nur klimaneutral zu sein. Und es reicht auch nicht, bis 2030 55% der Klimagase oder des CO2 im Vergleich zum Vorindustrie zu 1990 einzusparen, sondern wir müssten bei 60-70% sein. Mein Argument wäre nur, wenn dieses Ding verabschiedet wird und wenn wirklich die politischen Kräfte da sind, da auch konsequent über die Jahre dran zu bleiben, dann besteht damit so ein Masterplan, innerhalb dessen man diese Ziele auch erweitern kann und man sie strenger formulieren kann. Aber du hast so ein Ökosystem und ein Rahmenplan, in dem das geht. So, und das, finde ich, ist das Lobenswerte. Also mit anderen Worten, jede noch so lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, würde ich sagen. Natürlich ist das schwer. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg. Ist ja Konfuzius, der weiß Bescheid. Wir sind jetzt auf dem Weg, bis 2050 -60% der CO2-Emissionen einzusparen. Es sollen aber mehr oder weniger null werden. Das ist ein Riesenakt. Und natürlich werden auch die Leute, die das jetzt beschließen, 2050 nicht mehr an der Macht sein und sich dafür rechtfertigen müssen. Ja, aber ich glaube, irgendwo musst du anfangen. Und die Kritik war immer, es gibt keine große Idee. Und jetzt hat sie das mal hingestellt, und natürlich wird man sie daran messen müssen. Und das ist natürlich irre, ein irrer Aufwand. Du musst, die EU verhandelt jetzt demnächst bis Juni über ihren neuen Haushalt. Die UK zahlt kein Geld mehr ein. Es wird gestritten, wer wie viel Geld der EU geben soll. Es wird natürlich erbittert gekämpft werden, wie viel Geld von diesen Milliarden, die für die zum Beispiel Landwirtschaft zur Verfügung stehen, schmeißen wir denn auf Klimaprojekte? Und dann konkret,
Was sind denn Klimaprojekte? Was heißt denn bei uns Klimaprojekte? Sind das Klimaprojekte, die wirklich das Klima schützen? Oder sind das Klimaprojekte, wo Bauer XY ordentlich Kasse machen kann, weil er für Dinge Geld kriegt, die er sowieso gemacht hätte? Das wird sich im Detail entscheiden, ob das Ding gut ist oder ein Rohrkrepierer. Aber die Idee und die Fahrtrichtung und die Vision finde ich gut. Also jedenfalls ist es ja schön, wenn da ein Ziel vorgegeben wird und auch Schritte dahin. Aber Philipp, was sind denn jetzt eigentlich so die Voraussetzungen, damit das dann auch in der Praxis funktioniert? Kann Ursula von der Leyen das wirklich im Alleingang durchziehen? Denn also ich stelle mir vor, dass das ja ohne die Mitgliedstaaten der EU wohl nicht funktioniert. Ja, und das war der neben der Konferenz und diesem Plan war halt das dritte Event, was da relativ optimistisch einstimmen kann, ist, dass halt die EU, also die Staats- und Regierungschefs, der Rat, sich hinter diesem Plan gestellt haben und gesagt haben, ja, wir stimmen dafür, wir wollen auch Klimaneutralität bis 2050. Die Polen haben noch nicht zugestimmt, weil die Polen zu 80% von Kohle leben. Aber das ist eher, glaube ich, eine Geldfrage. Das ist zu denen, die haben noch nicht genug Geld versprochen bekommen, damit sie sich auch hinter dieses Ziel stellen. Aber weiß ich nicht. Manchmal soll man ja auch ein bisschen optimistisch sein. Ja. Das ist natürlich nicht immer einfach, auch wenn solche Klimakonferenzen dann irgendwie scheitern oder nicht das bringen, was man sich so erhofft. Aber ich finde, man sollte die Lichtblicke auch zur Kenntnis nehmen. Ja, und ich meine, immerhin hatten wir ja auch in der Lage schon mal so ein bisschen uns gesorgt, ob das denn eigentlich in der Demokratie funktionieren kann. Und das ist so eine Diskussion, die ich auch so im privaten Umfeld in letzter Zeit schon häufiger geführt habe. Und wir haben das zum Beispiel auch bei Radio 1 nochmal wieder andiskutiert. Philipp und ich waren gestern zu Gast bei einem beim Radio Berlin Rundfunk Berlin Brandenburg in einer Radiosendung, wo der Moderator gerade 10 Podcasts vorstellt. Ich glaube, alle 2 Wochen einen. Da waren wir zu Gast und da ging es auch um diese Frage, ne? Sieht man nicht eigentlich an dem unzureichenden Klimapaket der Bundesregierung beispielhaft, dass es in der Demokratie eigentlich nicht so richtig funktioniert, langfristige Ziele, wo die Nachteile, wenn man es nicht konsequent angeht, auch erst langfristig sich zeigen, umzusetzen, weil man damit eben kurzfristig keine Wählerstimmen gewinnen kann. Er hat quasi die Demokratie ein strukturelles Problem, wenn es darum geht, langfristig vernünftig zu handeln und nicht nur quasi kurzfristig die nächsten 2 Jahre die Steuern zu senken, damit die Leute happy sind. Und ich finde, da wäre ich bei dir, Philipp, dieses Programm, das Ursula von der Leyen jetzt auf den Weg gebracht hat, könnte da irgendwie ein Argument sein, nein, das geht auch in einer Demokratie. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ist natürlich die Europäische Union auch keine perfekte Demokratie, ne? Weil die Kommission ja eben nur mittelbar ins Amt kommt, Vorschlag des Rates und mit Bestätigung des Europäischen Parlaments. Vielleicht ist es insofern so quasi die Hintertür, ja, eine eher indirekt demokratisch legitimierte Kommission, die dann vielleicht sogar mehr Spielräume hat als Mandatsträger im Bundestag oder so, die unmittelbar um ihr Mandat fürchten müssen, ne? Denn das deutsche Klimapaket ist, das haben wir, glaube ich, wirklich ausführlich schon diskutiert, unzureichend, wird nicht reichen, um die Paris-Ziele einzuhalten. Und vielleicht hat das auch zu tun mit der direkten Wahl des Bundestags. Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Appell ist auch, es werden sich jetzt in den nächsten Jahren, das passiert ja jetzt schon, 1000 Leute aus allen Ecken Europas melden und sagen, diese Klimapolitik, das geht nicht, ich habe darunter zu leiden. Das kostet mich Geld. Ich kann nicht mehr reisen, das und jenes geht nicht mehr. Ich streite das gar nicht ab, dass das falsch ist. Aber was ich mir wünschen würde und was ich nur appellieren kann, ist, dass sich auch all jene zu Wort melden, die leiden und zu Schaden kommen, wenn diese Politik nicht umgesetzt wird. Weil nämlich das Klima schlechter wird. Weil das Klima schlechter wird, weil touristische Regionen unter Wasser gesetzt werden, weil, weiß ich nicht, Bauern ihre Felder nicht mehr bestellen können, weil es nicht mehr regnet oder zu stark regnet und alles weggeschwemmt wird. Also all jene, die unter den ja jetzt schon spürbaren Folgen zu leiden haben, auch die müssen sich zu Wort melden. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland, ich glaube im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, mehr Arbeitsplätze in der Windenergie verloren haben, als in der Braunkohle existieren. Ja, das ist nämlich niemand. Und weißt du, und in der Braunkohle, klar, müssen wir da Geld investieren, damit die Leute nicht von heute auf morgen auf der Straße sitzen. Fein. Aber wir können auch nicht einfach akzeptieren, dass Leute, die in der Zukunftsbranche arbeiten, die wir unbedingt brauchen, einfach ihre Jobs verlieren und alle sagen so, ja, Mensch, shit happens. Ja.
Ja, und das sind wahre Worte, nicht zuletzt in Leipzig, denn also ich habe ja in Leipzig studiert, ne, und ich erinnere mich ja noch an die Zeiten, als hier im Südraum von Leipzig diese Tagebaurestlöcher so eben große Löcher waren und so langsam vollliefen und man sich da irgendwie so durch die Zäune schlängeln musste, um da baden zu gehen. Wunderbare naturbelassene Seen. Heute ist das alles umgebaut worden zu einem, wie ich finde, wunderschönen Naherholungsgebiet. Das heißt, eigentlich ist gerade diese Region um Leipzig ein wunderbares Beispiel dafür, wie man wegkommen kann von diesem ganzen Braunkohlewahnsinn. Und das sollte eigentlich, finde ich, den Menschen in der Lausitz Mut machen, ja, dass ihre Gegend im Grunde viel schöner werden kann, als sie heute ist mit den riesengroßen Baggern und der riesen Umweltsparte. Sag mal, soll ich eigentlich die Anekdote noch erzählen mit diesem Dings, mit dem EU-Konto? Ach so, na, das passt jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig gut rein, aber ich könnte noch kurz, oder Philipp, was denkst du? Ich weiß nicht. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen das nicht, weil da geht es eigentlich um Finanzen und so. Okay. Du kannst sie aber gerne, wenn du magst. Nein, ich ist nicht, ja, so richtig. Doch, pass auf, jetzt haben wir es angeteasert, jetzt können wir. Nein, jetzt, das nein, ist, jetzt das mal, kommt. Pass auf, ich weiß sogar einen Übergang. Ich weiß sogar einen Übergang. Pass auf, Philipp. Also, Stichwort Lausitz, ne? Der Strukturwandel in der Lausitz, das Abschalten dieser Dreckschleuder Braunkohlekraftwerke und dieser riesen Tagebaue, das soll ja der Region versüßt werden mit Milliardenzahlungen. Und Philipp war neulich mal zu Gast im Finanzministerium und hat sich da mal zeigen lassen, wie eigentlich Milliarden bezahlt werden, ja? Wie passiert das eigentlich? Muss man sich das vorstellen wie bei Dagobert Duck, ja? Kommt da der große Laster mit 50.000 Goldstückchen drin? Wie läuft das in der Praxis? Mensch, Ulf, jetzt, wo du das ansprichst, ne? Also, da warst du doch mal im BMF, Philipp, oder? Also, neulich, na gut, dieses neulich, ne? Alles ist relativ. Hat ein Sternchen. Im Vergleich zu den Pharaonen ist es jedenfalls neulich gewesen. 2004. D'accord. Okay? So viel Korrektheit muss sein. Vor einiger Zeit. Ich glaube aber, dass sich prinzipiell an dem Verfahren nichts geändert hat. Ja. Falls doch. Wir haben das jetzt mal offengelegt. Sorry. Ja, aber ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt, ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das ist einfach so ein, ich weiß auch nicht, in meinem journalistischen Arbeiten ist das so ein Besuch gewesen, den ich nicht vergessen habe, weil der so, also etwas ganz Abstraktes, ja, so was ganz Abstraktes mega konkret gemacht hat und ich so dachte, ach wirklich? Und zwar, ne? Beispiel, also du hast jetzt gesagt, Zahlung an die Lausitz, zum Beispiel, ne, oder ja. Zahlung an die EU, ja, heißt es immer so, ja, Deutschland muss x Milliarden an die EU überweisen. Und dann habe ich mich dann irgendwie damals gefragt, ja, was heißt denn das eigentlich? Ja, Deutschland muss über... Scholz dann Check, wie geht denn das eigentlich? Und stellt sich raus, die Bundesrepublik Deutschland hat genau ein Konto bei der Bundesbank. Ich dachte bei der Sparkasse Berlin. Sind umgezogen, denen war der Online-Service zu schicken. Ah, das kann ich nachvollziehen, ja. Die Sparkasse Berlin hat jetzt gerade übrigens SMS-TAN abgeschaltet. Genau, jetzt wechselt der Bund wieder zurück. Also die haben genau ein Konto bei der Bundesbank. Und da gibt es im Bundesfinanzministerium eine Abteilung, das ist, ich glaube, die heißt Kassen, das ist die Kassenabteilung. Ja. Und da sitzt. Inoffizielle Bezeichnung Dagobert-Team. Genau, die Goldwanne. Und da sitzen Männer und Frauen, so eine Handvoll Männer und Frauen vor ihrem Bildschirm. Und auf dem Bildschirm ist eine Excel-Tabelle. Und in dieser Excel-Tabelle stehen so Sachen drin wie, da ist meistens so eine Wochenübersicht. Das ist aber schon langfristig. So morgen, die nächsten 2-3 Tage. Und da steht sowas drin wie, morgen 10 Milliarden Brüssel. Aha. Übermorgen kommen 14 Milliarden von der Umsatzsteuer rein. Okay. Dann müssen wir hier jetzt die Ausgaben, da wird diese 250 Millionen vom Bildungsministerium, die müssen wir ans Bildungsministerium überweisen. Sonst sind die das steht da drin, das steht da drin. Und diese Zahlen werden dann übermittelt an die Bundesfinanzagentur. Das ist so eine GmbH, die zu 100% im Besitz des Bundes ist. Die sitzen in Frankfurt und die sind, das heißt so ein bisschen sperrig, zuständig für die Deckung des täglichen Finanzbedarfs des Bundes. Und die sitzen, das ist eine Truppe, die sitzt da und die kriegen dann diese Zahlen. Und die sind dafür zuständig, dass dieses Konto der Bundesrepublik Deutschland bei der Bundesbank am Ende des Tages ungefähr bei Null ist. Ungefähr bei Null heißt, also wenn das plus 8.000 Euro sind, dann feiern die. Plus 10.000, also da kann auch mal eine Milliarde drauf liegen, aber das ist schon eher ungünstig, weil die dann Geld verlieren und das ist auch gesetzlich nicht so einfach. Das soll bei Null liegen. Und dann kriegen die halt jeden Tag
so Überweisungen, also da gehen dann 10 Milliarden an die EU und dann gehen 15 Milliarden, kommen dann Umsatzsteuer rein, dann haben sie 6 Milliarden plus um 12 Uhr, dann müssen sie sich überlegen, okay, was machen wir denn jetzt mit den 6 Milliarden, will noch jemand 6 Milliarden haben, werden wir denn noch irgendwie los und dann stellt sich raus, oh Wacke, da kommt ja noch hier die, müssen wir, die Zahlung ist vorgezogen worden an ich weiß nicht wen und da sind jetzt ja 15 Milliarden sind wieder rausgegangen und wir haben auf einmal ein Loch von 5 Milliarden um 17.30 Uhr und das muss bis 18 Uhr aber auf null sein. Und dann hängen die am Telefon, stand daneben, dann hängen die am Telefon und sagen, ja, Karl, hast du mal eine Milliarde? Hier ist Felix, warte mal, wir brauchen noch 4. Habt ihr noch 4? ja, das wäre für 075, ja, das machen wir gerne. Kriegen wir das bis 18 Uhr? Das wäre super. Und dann, liegt er auf, und so, ich habe mir das auch die O-Töne bei mir nochmal angeguckt, legt er auf. Also wenn das klappt, dann sind wir bei 8.000. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass wir um 18 Uhr bei 8.000 plus waren. Und ich fand es so krass, dass das so ist, da gibt's dieses Konto, da gehen die Milliarden rein und raus und da ist diese Truppe in Frankfurt, die wie so eine große WG irgendwie damit beschäftigt ist, dieses Girokonto so mehr oder weniger so Pi mal Daumen bei einer Milliarde plus minus zu halten. Kann man sich genau vorstellen, das ist so wie so ein WG-Plenum sagt, hier, ja. Mensch. Also, Lena, wir sind 5 Milliarden. Wir brauchen noch 5 Milliarden bis, ja. 6, bis 16 Uhr und das fand ich schon super anschaulich und ja, das war's. Ja, aber so, ich meine mal ganz ehrlich, so wird eben Monopoly gespielt. Sehr gut, schön. Danke, ja. Ich wusste, wir sollten das machen. Okay. Wir anyway. Sollten das machen. Sehr schön. Ich finde, dass wir vielleicht mal so ein Reportageformat machen sollten, Philipp. Ne? Philipp ist ja wirklich, da knie ich immer vor ihm nieder, ist ja wirklich ein ganz großer Journalist, auch der Reportage, das könnt ihr euch anhören im Küchenradio, da gibt's ganz viele wunderschöne Folgen, unter anderem die nämlich, auf die Szene spielst du an, wo Philipp bei dem Imker zu Gast ist und es die ganze Zeit summt, ja, weil einfach Milliarden Bienen im Hintergrund eine Rolle spielen. Weißt du noch, welche Folge ich meine? Ich weiß, welche Folge du meinst, aber ich kriege den Zusammenhang nicht auf die Reihe. Na, das ist halt einfach, ich dachte, als du eben anfängst, ja, so eine Szene, an die ich mich erinnere als Journalist und so, da dachte ich, du denkst an den Imker und die Bienen. Aber gut, du dachtest an die Kohle, auch schön. Gut, genau, letzter Punkt vielleicht noch zu diesem Block mit der Energie. Da hatte Philipp ja eben angesprochen, dass ganz viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Ne? Weil ja immer jetzt gesagt wird, naja, in der Braunkohle arbeiten auch irgendwie 20.000, 30.000 Leute, ganz furchtbar. Naja, aber in Ökobranchen sind ja eben schon 80.000 Arbeitsplätze verloren gegangen im Bereich Solarenergie. Und jetzt drohen eben Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren zu gehen im Bereich Windenergie. Ich habe da nämlich vor kurzem gesprochen mit der Mutter eines Freundes von mir aus Kassel, die da so im Vorstand ist einer Windenergiegenossenschaft. Und die hat mir das mal so ein bisschen genauer erzählt, dass verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung, unter anderem die Änderung des Energieeinspeisegesetzes, eben dazu führt, dass die Lage für Windenergie in Deutschland immer schlechter wird. Das heißt also, Firmen, die Windenergiegeräte herstellen, haben immer mehr Probleme. 3.000 Menschen sind schon entlassen worden. Und ich meine, da muss man doch sehen, das kann doch nicht wahr sein. Wir leben in einer Zeit, wo wir Windenergie brauchen, und zwar vor allem dezentral, ja, damit wir nicht so lange die Energie durchs Land schaffen müssen. Die Strecken werden ja auch erst aufgebaut. Wir brauchen doch dezentral Windenergie überall im Land, und dass dann die Bundesregierung Rahmenbedingungen schafft, die dazu führen, dass eher Anlagen wieder abgebaut werden müssen. Stichwort Abstandsregelung. Ne? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Da gibt es auch einen Hinweis auf mein Medienradio. Ich habe kurz wieder ein Interview gemacht mit Stefan Rahmstorff, der ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und das ist jetzt online gegangen heute. Da geht es auch um sowas. Könnt ihr reinhören. Medienradio in euren Podcast-Player. In eurem Podcast-Player, genau. So. Ja, wir haben noch was nachzutragen. Genau. Wir hatten ja vor gefühlt 10 Jahren euch mal gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen. Das war im Sommer. Genau. Weil wir was wissen wollten über euch, also wer ihr so seid und wie ihr so heißt und so. Das nun nicht. War ein Witz. War ein Versprecher. Nein, das wollen wir natürlich nicht wissen, aber wir wollten einfach ein bisschen besser verstehen, wer die Menschen sind, die die Lage hören. Und ganz ehrlich, wir müssen erstmal herzlich Danke sagen, weil wir haben uns wahnsinnig gefreut über die Zahlen. Also die Agentur hat geschrieben, 12.000 Brutto-Teilnehmer, 9.641 Netto-Teilnehmer. Ist das dann ich kann nur vermuten, was das heißt. Ja. Also, dass da irgendwie doppelt Einträge waren oder so. Also, den Unterschied zwischen Brutto und Netto bei Umfragen, den kenne ich nicht. Vor allem 25% Schwund ist eine Menge. Ne? Ist eine Menge. Gut. In jedem Fall sind alle hinten übergekippt, dass so viele mitgemacht haben. Das haben die auch noch nie erlebt bei so einer Umfrage. Ich habe auch Leute aus dem ZDF gehört, die auch gesagt haben, okay, wie habt ihr das denn gemacht? Also, vielen, vielen Dank, dass ihr so viel mitgenommen habt. Es ist nicht repräsentativ, aber es ist doch ein sehr interessantes Bild. Wir wollen mal so ein paar Zahlen durchgehen.
gehen. Also, 98% der Menschen, die da mitgemacht haben, haben gesagt, wir hören die Lage durch. Das 98%? Das ist cool. Ja, aber überlegt euch das mal. Das bedeutet, 98% hören eine Lagefolge bis zu Ende, wenn sie einmal damit angefangen haben. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Zahlen, die wir aus Spotify und aus Apple kennen. Ja, das ist ganz lustig. Bei Spotify kriegen wir so, wir selbstverständlich keine Daten über einzelne Menschen, aber wir sehen so eine Kurve, wie sich das Hörverhalten entwickelt. Und da sieht man ganz am Anfang, ja, in den ersten paar Sekunden gibt es Leute, die auf Stopp drücken. Und holy fuck, so ein Scheiß, weg. Genau. So, ne? Und dann können wir verstehen, so ist das. Ne? Aber dann, ja, nach diesen ersten paar Sekunden ist die Linie, die Kurve quasi waagerecht. Also gut wie niemand schaltet ab, wenn er einmal die ersten paar Sekunden durchgemacht hat. Das ist ja immer so, wie wenn man unter die kalte Dusche springt. Am Anfang ist es kalt und irgendwann wird es auch geil. So, so ein bisschen ist es mit der Lage dieses auch. Dieses Bild fällt dir ein, wenn du, okay. Egal. Anyway. Ja, das war jetzt falsche Bescheidenheit. Nee, egal. Okay. Philipp, mach weiter. Okay. Also 98% hören durch. Genau, 98% ist toll. Dann über die Hälfte hört mehr als 5 Podcasts. Das finde ich auch interessant, das sollten viele Leute Podcasts hören. Dann, ja, das freut mich vor allem deswegen, weil es natürlich dafür spricht, dass wir Podcaster, ja, die wir Podcasts aufnehmen, dass wir uns eigentlich keine Konkurrenz machen, sondern ganz im Gegenteil. Podcasterinnen gibt es auch. Und Podcasterinnen, ne? Ist Podcaster, na, ist nicht noch sehr. Also PodcasterInnen, ja, dass wir uns keine Konkurrenz machen, sondern im Gegenteil. Wenn wir zum Beispiel einen neuen Menschen gewinnen, der jetzt vielleicht dank der Lage anfängt, Podcasts zu hören, dann hört er idealerweise auch noch ein paar andere Podcasts. Oder andersrum, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Stimmenfang vom Spiegel jemanden dazu bringt, erstmals sich einen Podcast-Player zu installieren, dann gibt es eine große Chance, dass dieser Mensch später auch die Lage hört. Insofern, du willst sagen, also Podcast, Solidarität. Dank der Podcast hat der Tag 26 Stunden und bei Bedarf auch 27. Naja, wir kommen ja nur einmal die Woche raus. Anderthalb Stunden Lage ist nicht viel. Dann gibt es die Mehrheit, die das unter der Woche hört. Also 65% der Befragten sagen, wir sind eher Montag, Freitag, der Rest am Wochenende. Das fand ich interessant, weil ich gedacht hätte, das wäre eigentlich so ein Wochenendending. Ist aber nicht so. Situation beim Hören ist mit großem Abstand Hausarbeit, unterwegs sein, ÖPNV, Autofahren, nichts tun. Das ist so ein bisschen eine klassische Erkenntnis, das wissen wir auch eigentlich schon aus den Lagebildern, ne, um die wir ja früher mal gebeten haben. Momentan ist der Server so ein bisschen, müsste ich mal mich dran setzen. Also wir wissen jemals aus den Lagebildern, dass die allermeisten Menschen tatsächlich Podcasts so als Nebenbei-Medium nutzen. Ich glaube, wir hatten so gut wie kein Bild, wo jemand ganz konzentriert auf dem Sofa saß und Lage hört. Das gibt's irgendwie nicht, sondern die Leute schnipseln dabei Gurken oder, was ich zum Beispiel auch lustig finde, Leute reiten dabei. Ne? Wir hatten also mehrere Bilder, wo man so von hinten so die Mähne eines Pferdes sah. Also ganz offensichtlich. Oder fahren Kohlenzüge. Ja, das gibt's auch. Also die Bilder sind geil. Dann 96. Angucken kann man die noch. Ja, genau. Ja. Lagebilder. Genau. Lagenation/Lagebilder. Genau. 96% hören es auf dem Smartphone. Auch keine große Überraschung, aber das ist eindeutig ein Smartphone-Medium. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei anderen so. Gewünschte Länge, das fand ich ganz interessant. Wir hatten gefragt, wir haben fragen uns ja manchmal, ist das hier alles ein bisschen langatmig, zu länglich. Und 57% der Befragten sagen, 60 bis 90 Minuten ist eine gute Länge. Also 57, also über die Hälfte sagen, anderthalb Stunden ist okay. 39% sagen, 30 bis 60 Minuten. Okay, Kapitelmarken nutzt keine Sau. Genau. Das ist auch. Ja, und das ist, finde ich, eine interessante Erkenntnis zusammen mit diesem Stichwort gewünschte Länge. Ja, denn die Kapitelmarken ermöglichen es ja, wie der Name schon sagt, ganz gezielt ein Kapitel in der Lage anzuspringen. Das heißt, jemand, der am liebsten nur 30 bis 60 Minuten Lage hören möchte, der kann sich unsere 90 Minuten Lage nehmen und einfach zum Beispiel irgendwo in der Mitte ein Kapitel überspringen und bums, ja, ist die Lage traumhafte 60 Minuten lang. Ja, ich finde es ja ganz schön ich finde das toll an dem Kapitel, eigentlich die Bilder, die man da reinpacken kann und so, machen wir jetzt bei dieser Lage wahrscheinlich auch wieder. Müssen wir noch Fotos machen. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Appell, Leute, nutzt einfach eine gute Podcast-App, ne? Denn da gibt es einfach eine ganze Reihe an Komfortfunktionen. Also ein ganz klassisches Feedback, das wir bekommen, ist auch, wir reden zu schnell oder zu langsam. Und da kann ich immer nur sagen, na, eine gute App erlaubt es, die Geschwindigkeit einzustellen. Da also kannst du uns auf 0,75 hören oder auf zwei doppelter Geschwindigkeit. Also der Letzte, der mir das gesagt hat, der kam an und sagte, ihr redet viel zu schnell. Ja. Ich sag, zeig mal deine App. Und es stand halt auf zweifache Geschwindigkeit. Well, ja gut, so. Okay. Das ist wie so häufig, meistens ist das Problem vor dem Gerät irgendwie. Genau. Nee. 56% finden Expertinnen, also Interviews mit Expertinnen und Experten eher wichtig, sehr wichtig. Also über die Hälfte. Das fand ich überraschend viel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Intro-Jingle, das habe ich auch mal gefragt. Brauchen wir eigentlich irgendwie so ein fancy Schnubbidups, genau. Willkommen zur Lage der Nationen, so wie das irgendwie alle haben.
ich weiß aus meiner Erfahrung, ich spule mal vor, sobald so ein Ding anfängt, man bis es dann losgeht irgendwie. Und hier, laut Umfrage will das auch keiner. Also 10% sagen, ja, wäre nicht schlecht, vielleicht könnte man machen. Aber die meisten interessiert das nicht. Also wobei ich da auch glaube, das ist so ein Effekt. Wenn wir einen geilen Jingle hätten, der so richtig catchy ist und kurz und geil und so, und so dass man nicht vorspulen muss und so, dann würden den wahrscheinlich auch viele toll finden, aber haben wir halt nicht. Dann Männer, Frauen, 71, 29, 71 Frauen, 29 Männer, nein, Witz, 71 Männer, 29 Frauen. Also etwa ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer, wobei man sagen muss, auf Spotify ist es etwas anders. Interessanterweise. Bisschen ausgeglichen. Also das, ja, ganz ehrlich, das ist ja eine nicht repräsentative Umfrage. Ich persönlich habe eher das Gefühl, dass aus irgendwelchen Gründen vielleicht mehr Männer bei der Umfrage mitgemacht haben, als das, denn es wäre sehr merkwürdig, wir haben also grob etwa ein Drittel unserer Hörerinnen und Hörer nutzen Spotify. Es wäre ja schon sehr verwunderlich, wenn aus irgendwelchen Gründen die Frauen bei Spotify überrepräsentiert wären. Ja, dafür sehe ich eigentlich keinen Grund. Insofern ist es wahrscheinlich eher so, dass mehr Männer bei so einer Umfrage mitmachen. Alter, also 86% derjenigen, die da mitgemacht haben, 86% ist zwischen 20 und 40. Jetzt haben wahrscheinlich ältere Menschen, so ein paar, die ich kenne, da tendenziell eher nicht mitgemacht. Die sind wahrscheinlich ein bisschen unterrepräsentiert, aber das deckt sich ungefähr auch mit den Zahlen. Ja, das deckt sich mit den Spotify-Zahlen. Ja, genau. Dann, ihr seid alles Akademiker. 93% sind Akademiker, 86% arbeiten in Vollzeit oder sind im Studium, 30% im Studium. Also 86% sind in Vollzeitjobs oder im Studium. Mhm. Und also umso schöner oder umso mehr freue ich mich für alle Menschen, die nicht AkademikerInnen sind, die die Lage hören. Ja. Denn ganz ehrlich, das ist immer wieder eine total spannende Perspektive. Das sehe ich, also ich mache ja bei uns die Kommentarmoderation, das sehe ich immer wieder, wie wertvoll das ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt super spannendes Feedback von Landwirten zu unserer Berichterstattung über die Bauerndemo in Berlin. Also wer sich für die Perspektive interessiert, das war total nett. Einer zum Beispiel hat sogar geschrieben, hey, also ich bin Landwirt und ich biete mal an, hier im Lageforum quasi zu antworten, auf eure Fragen, unsere Position darzustellen. Super cool. Insofern ganz herzliche Einladung. Vielleicht ist es einfach so, dass die Menschen, die nicht AkademikerInnen sind, wiederum mit geringerer Wahrscheinlichkeit diese Umfrage ausgefüllt haben. Das muss man immer in Rechnung stellen, denn ehrlich gesagt, von dem Feedback her zu urteilen, das wir bekommen, sind es doch deutlich mehr Menschen, die zum Beispiel Handwerksmeister sind. Das ist auch eine spannende Perspektive. Landwirte, Handwerksmeister, ganz viele Menschen gibt es mit spannendem Blick auf die Welt, die eben nicht studiert haben. Und für mich und auch für uns beiden ist das, finde ich, total wertvoll, damit wir eben nicht in so einer Blase sind. Wir sind ja ohnehin schon Berliner und kriegen häufiger diesen Vorwurf, in einer Blase zu stecken. Klar, ne? Also ich meine, jeder sieht die Welt so ein bisschen aus seiner Perspektive. Umso wertvoller ist es, wenn eben andere Menschen uns mal ihren Blick auf die Welt in die Kommentare stellen. Also das Interessanteste an dieser Umfrage eigentlich fand ich, dass wir über Veranstaltungen wie die hier, die Lage live, Kommentare, Tweets, ganze Kommunikation, eigentlich ein erstaunlich gutes Bild, Gefühl dafür bekommen haben, wer ihr so seid. Mhm. Das fand ich eigentlich das Interessanteste. Genau, und das ist ehrlich gesagt auch für mich persönlich einer der wesentlichen Gründe für diese Lage-Live-Shows. Es macht zum einen total Spaß, hier bei euch zu sein, aber es ist auch super spannend, hinterher einfach noch bei einem Kaltgetränk zusammenzustehen, ins Gespräch zu kommen. Wie seid ihr auf die Lage gekommen? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was können wir besser machen? Insofern herzliche Einladung. Nach der Show bleibt da und trinkt ein Glas mit uns. Jetzt kommen wir zur angekündigten Verlosung und dann sind wir auch wirklich durch. Yo. Also, wir hatten ja diese IBAN-Recherche, also dieses Problem, dieses gefühlte Problem, dass man auf unser holländisches IBAN-Konto oder Girokonto wie Probleme hat, das von deutschen Banken auf eine NL-IBAN Geld zu überweisen. Genau. Ich glaube, das Problem hat sich als nicht so groß rausgestellt, wie es ist. Ich glaube, so ein bisschen, wenn man da Auslandsüberweisung anklickt und so ein paar Sachen beachtet, dann geht schon ziemlich viel durch, oder? Genau, wir haben das uns mal angeguckt. Die Fail-Quote lag unterm Strich bei erstaunlich konstanten 6% nach der ersten Woche. 1.500 Menschen, die teilgenommen haben, war es 6% und jetzt mit fast 3.000 Menschen sind es auch immer noch 6%, was eben dafür spricht, dass es genau diese Probleme gibt. Wir wollen das nochmal so ein bisschen dokumentieren, bei welchen Banken das genau ist und weisen an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, dass es ja die Möglichkeit gibt, den Marktwächter zu informieren vom Verbraucherzentrale Bundesverband, die dann auch gegebenenfalls zum Beispiel gegenüber der Bankenaufsicht konkrete Schritte einleiten. So, also nochmal tausend Dank für dieses unglaubliche Feedback. Ne? Also wir haben irgendwie was
fast 3000 Überweisungen bekommen. Genau. Und deswegen haben wir uns ja auch entschieden. War halt nicht immer nur ein Cent und nicht immer nur ein Euro, sondern auch ein bisschen mehr. Also sensationell, vielen Dank. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht einen Kopfhörer, sondern wir machen drei Kopfhörer. Das Prozedere haben wir vorhin erklärt. Genau. Und jetzt, tada, hast du, kannst du deine E-Mails jetzt offiziell gucken, also, Genehmigung wir gehen des Hauses. Durch. Wir haben gesagt, die E-Mail 7 ist der erste Gewinner. Jetzt lesen wir vor. Wir hatten E-Mails bekommen von Heide, von André, von Jule, von Martin, von Wilhelm, das ist die 5, von Alexander und die 7 ist die Mail von Sebastian. Und danach ist der Winner, der erste Gewinner unseres Kopfhörers, die Überweisung mit der Nummer 2. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das ist ja spektakulär. Krass. Ganz komplexe Zahl. Alles so, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Der 2. Gewinner mit der Nummer 2. So, jetzt scroll ich mal kurz hier hoch in unserer langen Liste mit den ganzen... Wir dürfen das jetzt nicht vergessen. Ne? Ich meine, gut, wir haben es aufgenommen, sehe ich. Genau, ich muss nur mal ganz kurz hier, wir haben... Nein, wir müssen jetzt... So, genau, das ist die Nummer 2. Ich muss nur kurz wieder sortieren nach dem Datum der Einreichung. So, das ist 2. Hier. Also Überweisung Nummer 2. Ganz genau. Halt, ich muss dann noch kurz die erste Zeile rausschmeißen, denn die darf man ja nicht mitzählen. Spannung steigt. Die Überschrift. Also, das ist fast wie live Google. Das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 2 ist... Ach, du willst jetzt den Namen vorlesen? Also? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das will. Ich könnte ja einfach, ich lese die Kontonummer vor. Nein, okay. Nee, okay, auf jeden Fall. Nicht, dass das meine Testüberweisung ist. Das ist ja nicht das Problem. Wir können ja schlecht jetzt die E-Mail vorlesen der Leute. Nee, wir lesen die E-Mail nicht vor. Wir lesen einfach 2 und jeder weiß Bescheid. Nein, die Leute wissen es doch nicht. Ja, aber dann sagen wir die Vornamen. Die haben wir nicht, wir haben nur die E-Mail-Adresse. Und das ist nur ein Nachname hier. Okay. Ja, das sind Probleme. Sagen wir die, dann sagen wir die Menge der Zeichen der E-Mail. Also wir machen Folgendes. Das, genau, also die E-Mail fängt an... Das weiß doch jeder. Wie viele Zeichen hat man? Also E-Mail? Die E-Mail fängt an mit B-U-D-D-E, Budde. Ja, das ist der Anfang der E-Mail und das ist ein Konto bei der GLS Bank. Das ist unser erster Gewinner. Wir schreiben die E-Mail-Adresse nachher an und geben das offiziell. Dass man nicht zu viel Info war. Budde. Genau, also Budde bei der GLS Bank. So, dann kommen wir zum zweiten Gewinner. Das war die E-Mail mit der Kennziffer 14 oder die 14. E-Mail. Also die 8 ist vom David. Ich dachte ja, das wäre ein einfaches Verfahren. Die 9 ist vom Friedrich. Philipp, das ist doch wie beim Lotto, das muss ein ganz kleines bisschen Trubel machen, sonst ist das doch irgendwie langweilig. Also die 8 ist vom David, die 9 ist vom Friedrich, die 10 ist vom Tim, die 11 ist von S. Die 12 ist von Greta, die 13 ist von Sven und die 14 ist von Nidle. Und Nidle hat zum Gewinner auserkoren die Überweisung 1.975. Das ist gut. Tadam, 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 tadam. 1.975. Scroll, 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 scroll. Du musst immer einen draufzählen, weil die erste Zeile mitnummeriert ist und da stehen nur die Überschriften. 1.975 ist also 1.976 in der Tabelle. Scroll, scroll, scroll. Scroll. So, 1976. Das ist ein Konto bei der Commerzbank und jemand mit dem Nachnamen Scholz. Das können wir sagen. Scholz ist ein so häufiger Name, da können wir es sagen. Scholz bei der Commerzbank. So, sehr gut. Unser zweiter Gewinner. Die Spannung ist eigentlich kaum mehr auszuhalten. Badam, badam, badam. Jetzt war es die Nummer, was? Komm, mach weiter. Was okay. 35. 15 ist Julius, 16 Christian, 17 Friedrich, 18 Johannes, 19 Thomas, 20 Christian, 21 ist die Steffen, 22 Vincent, 23 Melanie. Schneide ich alles raus. Wilhelm, 24, Benno, 25, 26 Margarita, 27 Philipp, 28 Jule, 29 Manuel, 30 Christine. Jetzt wird's spannend. Ein Glück, dass ich nicht 139 gesagt habe. 32 der Stadtrat, 33 Jakob, 34 Marco und 35, badam! Der Paul. Und Paul hat als Gewinner auserkoren die Nummer 1, 2, 3, 4. Und jetzt muss ich wieder scrollen. Hashtag 1, 2, 3, 5. Überweisung. 1, 2, 3, 5 in der Liste. Das Hashtag ist 1, 2, 3, 4. Das Konto 1, 2, 3, 5. 1, das 2, 3, ist 5? Der Matthias. Ja. Matthias, der bei einer Genossenschaftsbank ist. Und da muss ich noch ein bisschen mehr sagen. Die IBAN fängt an mit DE85 5709. Ja, ich hoffe, Matthias, du hast dich erkannt. Also, ansonsten haben sich jetzt vielleicht zwei Matthias gefreut, aber wir schicken gleich nach der Sendung zwei Stunden E-Mails. Das war mit Abstand die knackigste Verlosung, die ich je in meinem Leben mitgemacht habe. Ich bin begeistert. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns gedacht, also, dass wir die Leute nicht ihren Hashtag
ihren Hash von ihrem Facebook-Passwort haben vorlesen lassen. Okay. Ja, die Idee war halt einfach, wir wollten euch als Glücksfeen einsetzen und das hat doch ganz wunderbar geklappt. Herzlichen Dank allen inzwischen 112 Menschen, die mitgemacht haben bei unserer Verlosung, also okay. bei der Auswahl der Gewinner. Gut, jetzt haben wir es aber. Jetzt mache ich hier die berühmte Kapitelmarke, die keine Sau interessiert und die heißt Verabschiedung. Ganz herzlichen Dank, Leipzig. Das war's, die Lage live aus dem Westbad in Leipzig. Ich hoffe, ihr hattet einen unterhaltsamen Abend, läuft nicht gleich weg. Jetzt gibt's noch Fragen für alle im Saal. Genau, es gibt noch Fragen für alle im Saal. Und die können dann die Leute, Abonnenten, Abonnentinnen in der sogenannten Postshow hören, wenn ihr abonnieren wollt, Küchenstudio/Plus. Die E-Mails, die schickt ihr an, was hast du hast mit den E-Mails? An team@lagedernation.org, dann beantworten wir die und dann trinken wir gleich noch was. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Die Lage ist ausführlich und abschließend erörtert. Aber hallo. So. Speichern.